nun zur Behandlung des dringlichen Antrages gemäß der Geschäftsordnung, selbstständigen Antrages 3990. Da inzwischen allen Abgeordneten dieser Antrag zugegangen ist, erübrigt sich eine Verlesung durch den Schriftführer. Ich begrüße den Herrn Bundesminister und die Frau Staatssekretärin und darf der Abgeordneten Belakovic als Antragstellerin zur Begründung des dringlichen Antrages das Wort gemäß § 74a Absatz 5 der Geschäftsordnung übergeben. Redezeit beträgt 20 Minuten maximal. Bitte, Frau Abgeordnete. Ja, danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, Frau Staatssekretärin. Ja, sehr geehrte Damen und Herren an den Bildschirmen, liebe Gebührenzahler, die Sie jetzt alle seit 1.1. zur Zwangsverpflichtung, zur Zwangsfinanzierung verpflichtet worden sind. Es ist nämlich die GIS-Gebühr, das ist die Gebühr für den ORF, ersetzt worden durch eine sogenannte Haushaltsabgabe. Das heißt, ab 1.1.24 sind tatsächlich alle österreichischen Haushalte verpflichtet. Und es ist vollkommen egal, ob sie ein Empfangsgerät für den österreichischen Rundfunk haben, ob sie nur Radio empfangen oder ob sie gar nichts empfangen. Vollkommen egal. Sie alle werden jetzt zur Kasse gebeten, meine Damen und Herren. Und das ist, bedeutet ja für den ORF ein sattes Plus. Es sind jetzt 700.000 Haushalte mehr in etwa, die hier noch zusätzlich bezahlen müssen. Für den ORF bedeutet das ein Plus an Mehreinnahmen, nämlich um 18%. Das würde sich jedes Unternehmen in Österreich wünschen, mit Hilfe der Zwangsbeiträge 18% Mehreinnahmen zu haben. Das heißt, im Klartext 2023 hat der ORF aus der GIS 676 Millionen eingenommen. Im Jahr 2024 werden es vermutlich 800 Millionen sein. Meine Damen und Herren, das ist das Geld, das Ihnen möglicherweise vom Konto automatisch abgebucht wird, vielleicht für 2 Monate, vielleicht für ein Jahr, vielleicht haben Sie auch einen Erlagschein bekommen, vielleicht für 2 Monate, vielleicht für ein Jahr. Man weiß es nicht so genau, es ist auch kein System erkennbar in diesem Pfuschgesetz, das hier passiert ist. Und die Bundesregierung hat es ermöglicht oder glaubt es ermöglicht zu haben, dass der ORF jetzt tatsächlich alle Menschen schröpfen kann. Die Jungen, die aufgrund dieser Teuerung, in der sie sich ohnehin schon befinden, und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben eine enorme Inflation, es ist eine Hochinflation seit vielen Jahren, wo die Bundesregierung das ja noch weiter befeuert, indem sie jetzt auch noch die Haushaltsabgabe an jeden raufhaut. Grandios. Junge Menschen, die oftmals überhaupt keinen ORF schauen, weil sie dieses ganze ORF-Getue längstens satt haben, müssen bezahlen, müssen vielleicht einen Hausstand gründen, müssen Kinder erhalten. Mindestpensionisten, die schon lang nicht mehr ORF schauen oder maximal einmal vielleicht um 4 Uhr die Barbara Karlich-Show, müssen bezahlen, in volle Länge, Länge mal Breite. Die müssen jeden Monat bezahlen, meine Damen und Herren. Und das ist die Ungerechtigkeit in diesem Gesetz. Aber neben der Ungerechtigkeit, die es hier gibt, das ist der eine Punkt, ist der andere Punkt natürlich, dass mit diesem Geld weiter die Geldvernichtungsmaschine ORF läuft, dass dieser Privilegienstadel weiterläuft, weil der ORF braucht ja Geld. Und wir alle haben es ja mit offenen Augen gesehen, wie diese Luxusgehälter im ORF hier tatsächlich, was die für eine Fahrt aufgenommen haben. Nur so einmal zur Erinnerung, das österreichische Durchschnittseinkommen liegt im Jahr bei 31.407 Euro. Das österreichische Durchschnittseinkommen im Jahr, das ist weniger, als allein der Herr Kratzky aus dem ORF monatlich bekommt. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, ach, der Herr Kratzky, der muss immer so früh aufstehen, der ist eh so arm, weil der steht schon um 4 in der Früh auf. Man darf nur nicht übersehen, der Herr Kratzky kann gar nicht so müde sein. Der hat nämlich monatliche Zusatzeinkommen von 8.500 Euro. Also ganz offensichtlich, so müde kann er dann gar nicht sein. Aber er hat ja einen Marktwert. Das war dann das nächste Argument. Und diese ganze Nomenklatura, das geht so runter, wir haben hier 3 Herrschaften beim ORF, die verdienen mehr als der Bundeskanzler. Nur, dass man sich das einmal ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt. Die verdienen mehr als der Bundeskanzler. Und dann sind sie auch noch wehleidig. Also es war ja
es war ja fast zum Fremdschämen, als dann der Herr Wolf da auf Twitter zuerst wehleidig war, dann mit dem Generalsekretär der ÖVP sich gematcht hat, wer jetzt tatsächlich über 300.000 und wer noch knapp unter 300.000 verdient. Vollkommen irrelevant. Diese Gehälter, der Generalsekretär Stocker der ÖVP, danke, Herr Kollege, ja, diese Gehälter sind egal. Die sind aus öffentlichen Beträgen und das ist einfach schäbig, weil dafür müssen nämlich die Durchschnittsverdiener bezahlen, genauso wie die Mindestrentnerin bezahlen muss, wie junge Familien bezahlen muss, wie jeder Arbeitslose bezahlen muss. Das ist alles das, diese Politik. Und wofür braucht der ORF das Geld? Für die Luxusgehälter. Und wenn ich jetzt so ein bisschen in die Geschichte mit Ihnen gehen darf, da gab es den großen Skandal, als der Elmar Oberhauser seinerzeit in Pension gegangen ist. Da wurde nämlich bekannt, der Elmar Oberhauser hat nicht nur, dass er jetzt eine eigene Pensionsverhandlung gehabt hat, eine Sonderpension, eine Luxuspension vom ORF gekriegt, er hat auch noch eine Abfertigung bekommen von kolportierten 25 Monaten. Und das waren 668.000 Euro. 668.000 Euro. Und wenn man sich anschaut, neben diesen ganzen Luxusgehältern, die Sie wahrscheinlich in den Medien ohnehin alle schon gelesen haben, dann fragt man sich, welche Pensionsvereinbarung gibt es denn mit dem Herrn Kratki? Welche Pensionsvereinbarung gibt es denn mit dem Herrn Strobel? Welche Pensionsvereinbarung gibt es denn mit dem Herrn Wolf, mit der Frau Thurnherr? 120 Millionen Rückstellungen für Luxuspensionen. Und wenn man weiß, dass der ganz große Teil der Mitarbeiter beim Österreichischen Rundfunk in prekären Verhältnissen arbeiten muss, dann muss man sich einmal diese Ungerechtigkeit auf der Zunge zergehen lassen. Da werden ganz viele Arbeitnehmer tatsächlich ausgebeutet bei diesem Österreichischen Rundfunk, damit sich oben die Schicht der oberen 10.000 des ORF, es sind aber keine 10.000, es sind nur ein paar, damit sich die Taschen vollfüllen können in einer Art und Weise, die ihresgleichen sucht, meine Damen und Herren. Und Frau Staatssekretärin, vielleicht könnten Sie dafür Sorge tragen, dass beim ORF echte Transparenz einzieht, dass hier auch die Pensionsrückstellungen einmal aufgeklärt werden. Für wie viele Luxuspensionisten ist denn das? Wie schaut es denn mit den Abfertigungsansprüchen dieser Luxusdamen und Herren aus? Wie schaut es denn aus mit den Pensionsvereinbarungen dieser Damen und Herren? Müssen wir uns eh keine Sorgen machen, dass der Herr Kratki dann, wenn er irgendwann in Pension geht, vielleicht in die Armut rutscht? Ist das eh alles geregelt? Ich denke schon, weil drum wird ja auch der Mantel des Schweigens über genau diese Gehälter hier gelegt, meine Damen und Herren. Und dafür hat die Ministerin Raab so ein bisschen, weiß ich nicht warum, wahrscheinlich hat der Herr Weismann gesagt, ich brauche Geld, der ORF braucht mehr Geld, ist sie hergegangen und hat ein verpfuschtes Gesetz hier gemacht. Das hat schon damit begonnen, dass er sich hierher gestellt hat und gesagt hat, es wird jetzt für alle billiger. Nein, falsch. 700.000 Haushalte haben vorher gar nichts bezahlt. Noch einmal über 300.000 haben vorher überhaupt nur Radiobeiträge bezahlt. Für all die wird es jetzt teurer, meine Damen und Herren. Das ist einmal, so hat das Ganze begonnen. Dann ist hier herinnen beschlossen worden, gegen die Stimmen der Freiheitlichen, diese sogenannte Haushaltsabgabe. Und diese Haushaltsabgabe wird jetzt, wie ich schon anfangs erwähnt habe, Ihnen zugestellt, entweder per Erlagschein oder es wird gleich eingezogen. Jetzt gibt es aber natürlich Bürger, die sagen, ich will das nicht bezahlen, weil ich keinen ORF schaue. Ich würde gerne einen Einspruch erheben. Das können sie aber nicht, weil es gibt keinen Bescheid. Und all jene Bürger, die jetzt hergegangen sind und gesagt haben, ja, liebe Gies oder Nachfolge der Gies, wir hätten jetzt gerne, also die Beitragsservice GmbH heißt jetzt, das ist die OBS, früher hat es Gies geheißen, jetzt heißt es OBS, ich hätte gerne einen Bescheid. Ich würde bitten, dass Sie mir diesen Betrag per Bescheid zustellen. Die haben ein Pech gehabt. Die haben dann entweder eine Mahnung bekommen, eventuell ein Ermittlungsverfahren, wo sie dann angeben müssen, ob ihre Daten richtig sind. Oder, wenn sie ganz großes Pech gehabt haben, haben sie gleich gekriegt, einen vollstreckbaren Rückstandsausweis. Im Übrigen völlig ungesetzlich, ohne Bescheid einen Rückstandsausweis auszustellen. Das macht aber die OBS. Das schickt sie Mindestpensionisten, die dann Angst haben, dass der Exekutor vor der Tür steht, nur damit sie es einbezahlen. Das ist die Schweinerei, die hier von dieser OBS gelebt wird. Applaus
und dann gibt es viele Juristen, und ich betone viele, sind es in der Zwischenzeit, die gesagt haben, diese ganze ORF-Abgabe, die ist ja überhaupt nicht rechtmäßig. Das müsste doch laut ORF-Gesetz, laut § 31 des ORF-Gesetz, wäre der Generaldirektor verpflichtet, den ORF-Beitrag festzusetzen, also die Höhe des ORF-Beitrags festzusetzen. Dann muss das jetzt noch genehmigt werden durch den Stiftungsrat, durch den Publikumsrat und zum Schluss natürlich auch noch durch die Regulierungsbehörde. Das ist alles nicht passiert. Es gibt hier ein bisschen ein wackeliges Gesetz, ich sage es jetzt vorsichtig, ein etwas wackeliges Gesetz, das nicht einmal einen Höchstbetrag ausweist, sondern nur einen Maximalbetrag. Das heißt, da ist offensichtlich etwas, was überhaupt nicht, da wird etwas eingehoben, was überhaupt nicht hält, was verfassungsrechtlich überhaupt nicht hält, weil es hier keine Festsetzung vom Generalsekretär des ORF gegeben hat, vom Herrn Weismann. Und was machen die Herrschaften der OBS? Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, möglicherweise ist der eine oder andere Mitarbeiter schon aufgewacht, weil das, was dort passiert, bei der Aussendung der Beiträge, das sucht ja ihresgleichen. Jeder Bürger bekommt irgendetwas anderes. Kein Bescheid gleich, also Bescheid gibt es gar keinen. Kein Brief gleicht dem anderen. So schaut es aus. Kein Brief gleicht dem anderen. Da werden manche bekommen dann eben diesen Vollstreckungsbescheid. Manche müssen die GIS bezahlen für zwei Monate, andere für ein ganzes Jahr. Und im Vollstreckungsbescheid, meine Damen und Herren, da gibt es die kuriosen Fälle, dass es beispielsweise Leute gibt, die kriegen zwar einen Vollstreckungsbescheid, aber da ist keine Gebühr, keine Haushaltsabgabe drinnen, sondern da ist nur die Landesabgabe drinnen, weil die natürlich ordnungsgemäß abgeführt werden muss. Also man hat den Eindruck, das ist ein Sauhaufen dort, da macht jeder Beamte, was er will, meine Damen und Herren. So, und wissen Sie was? Es wäre die Aufgabe des Generaldirektors, hier eine Struktur reinzubringen, hier eine Ordnung reinzubringen. Was macht er stattdessen? Gar nichts. Er chattet herum in der Welt, lässt sich's gut gehen und macht nichts anderes, als sein Gehalt zu kassieren, das höher ist als das Gehalt des Bundeskanzlers. Das ist die Wahrheit. Ja. So. Und das Ganze, muss ich Ihnen sagen, von einem ORF, der alles andere ist als objektiv. Daher sage ich Ihnen, wir wollen im ORF lieber eine objektiv wie eine Zwangsabgabe. Das ist eine Objektivität, die wäre endlich notwendig. Weil was ist der ORF heute? Heute ist eine linke Echokammer, die hier mit irgendwelchen Pseudo-Experten, die meistens irgendwelche Politaktivisten, entweder der Grünen sind oder beim Falter arbeiten oder bei der SPD, also der Schwesterpartei der SPÖ, Mandatsträger sind, die werden als unabhängige Experten dort präsentiert in diesem ORF, damit sie irgendetwas gegen die FPÖ ablassen können. Und das ging dann so weit, dass eine Falter-Journalistin doch tatsächlich unabhängige Expertin, stand im Insert des österreichischen Rundfunks, dort gesagt hat, also die FPÖ gehört verboten. Wissen Sie, und das ist dieser ORF, dieser politische ORF, den wir nicht wollen, sondern der österreichische. Der österreichische Rundfunk, der öffentlich-rechtliche Sender, der sollte die Breite der Gesellschaft repräsentieren. Und er ist auch gesetzlich im ORF-Gesetz ja dazu verpflichtet, bitteschön. Es gibt natürlich den Bildungsauftrag, den Informationsauftrag und auch den Unterhaltungsauftrag. Und auch Sportübertragungen müssen gegeben werden. Jetzt kann man beim Sport darüber diskutieren. Ich gebe es jetzt zu, ich bin jetzt kein so ein besonderer Sportschauer. Da kommt schon einiges. Aber wo ich Ihnen ganz mit Sicherheit sage, wo es keine Objektivität gibt, das ist beim Informationsauftrag. Der ORF kommt seinem Informationsauftrag in keiner Weise nach. Und zwar in keiner Weise. Und im Übrigen sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, auch hier hätte der Generaldirektor die Verpflichtung. Ja, natürlich, wozu gibt es ihn denn? Er hätte die Verpflichtung, darauf zu schauen, dass diese Objektivität tatsächlich auch gewahrt ist und dass dieser ORF nicht in irgendeinen politischen Einfluss verkommt, sondern dass dort unabhängig gearbeitet werden kann. Und das passiert einfach nicht. Das passiert schlicht und einfach in diesem ORF nicht. So, und was haben wir jetzt erlebt vor wenigen Tagen?
da musste dann der Sportvorturner gehen, weil er irgendwelche SMS geschrieben hat mit dem ehemaligen Vizekanzler. Schön, dass Sie lachen. Schön, dass Sie lachen. Aber übrigens interessant auch, ich weiß jetzt nicht, ob Sie so weiterlachen, weil wenn es um politische Einflussnahme geht, dann möchte ich mit Ihnen einen Kurzausflug nach St. Pölten machen. Dort hat es gegeben den ORF-Landesdirektor Robert Ziegler. Und dieser Robert Ziegler, der, brauchen Sie nicht nervös sein, horchen Sie einfach zu, der Robert Ziegler, dem wurde zur Last gelegt. Eine Verletzung gegen das Redaktionsstatut, gegen die Programmrichtlinienverletzungen und Verstöße gegen die Compliance-Regelungen und Verstöße gegen das ORF-Gesetz. Dann hat man eine ORF-interne Kommission beauftragt. Doch, hat man gemacht, Frau Kollegin Kugler, wirklich. Sie können es sogar nachlesen, glauben Sie mir das. Und man hat dort mehr als 50 Mitarbeiter befragt. Und wissen Sie, was mit dem Ergebnis passiert ist? Das hält man jetzt derzeit noch ein bisschen unter Verschluss. Und dann sagt der Herr Generaldirektor, der ja großartig sagt, also der ORF ist jetzt so transparent wie nur irgendwas, nur weil man jetzt ein paar Gehälter veröffentlicht hat, der sagt dann selber, na, man wird schauen, ob das überhaupt veröffentlicht wird. Das ist der Transparenzanspruch des Generaldirektors des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wo hier politische Einflussnahme gegeben wurde, mutmaßlich. Und die Kommission, die hier offensichtlich ein Ergebnis hat, dass der ÖVP nicht in den Kram passt und dem Herrn Weißmann nicht in den Kram passt, das wird dann nicht veröffentlicht. Also das ist ja, das sucht ja seinesgleichen. Und wissen Sie was? Horchen Sie lieber zu, Sie sind ja nicht aus Niederösterreich. Aber wissen Sie was? Dieser Herr Ziegler, der sitzt weiterhin im ORF in einer Abteilung mit dem klangvollen Namen Facility Management and Corporate Social Responsibility. Der wird weiter vom ORF gut bezahlt, meine Damen und Herren. Weil man weiß ja nichts, weil man veröffentlicht ja nichts, man hält ja alles unter der Decke. Das ist der ORF und für diesen ORF müssen alle Bürger bezahlen, damit solche Leute geschützt werden in ihrem ORF-System, die mit dem politischen Einfluss, meine Damen und Herren. Und das ist ein Fall, der betrifft die Österreichische Volkspartei. Na gut, wir könnten jetzt natürlich zur SPÖ auch kommen, was den Einfluss im ORF anbelangt. Weil all diese Missstände, meine Damen und Herren der SPÖ, Sie brauchen sich nicht wegducken, sind unter Ihrem Generaldirektor Wrabetz hier tatsächlich eingerissen. Das ist die Wahrheit. Der war 15 Jahre Generaldirektor und der hat genau diese Gehälter ausverhandelt. Der hat das Gehalt mit dem Herrn Gratzky ausverhandelt, der Herr Wrabetz. Der hat das Gehalt mit dem Herrn Wolf ausverhandelt, der Herr Wrabetz. Und apropos Herr Wrabetz, der Herr Wrabetz, was hat denn die Abfertigung bekommen? Könnten wir das einmal aufklären, Frau Staatssekretärin? Wie viele Monatsgehälter Abfertigung hat denn der Herr Wrabetz bekommen? Wie schaut es denn jetzt aus mit der Luxuspension des Herrn Wrabetz? So, und dann können wir jetzt weiter noch zu den Grünen. Seien Sie nicht so nervös. Wir kommen eh schon zu den Grünen. Ich kann schon noch was zur ÖVP sagen. Wenn Sie es unbedingt wollen, mache ich das gerne. Aber jetzt sind wir einmal bei den Grünen. Na, es ist schon sehr gut. Ich glaube, es ist sehr gut, Herr Kollege Ecker. Das ist nämlich genau die Problematik. Sie setzen sich mir so, es wird nicht besser. Nein, es wird nicht besser, solange diese österreichische Volkspartei ihren politischen Einfluss beim öffentlichen rechtlichen Sender nicht zurückschraubt. Da haben Sie recht, da wird es nicht besser. Ganz im Gegenteil, noch schlimmer wird es, weil wir brauchen uns ja nur die Berichterstattung anschauen der letzten 5 Jahre in dieser ganzen Corona-Zeit, wo der ORF willfährig für die Regierung die Mauer gemacht hat und all das berichtet hat, was sie gerne gehabt hätten, wo es überhaupt keinen Diskurs gegeben hat, wo es eine Einheitsmeinung gegeben hat. Das ist der ORF, wenn er unter Einfluss der Österreichischen Volkspartei steht, Herr Ecker. Da haben Sie recht. Und da wird es nicht besser. Aber ich sage Ihnen, es wird besser werden. Weil spätestens im September ist dieses Schauerspiel da vorbei, das Sie da hier abziehen und dieses Trauerspiel. Und Herr Ecker, dann werden wir schauen, ob Sie da noch vorne sitzen können und blöd reinschreien können. Das wird sich dann überhaupt noch zeigen, ob die Wähler Sie tatsächlich noch einmal hier hereinwählen wollen und ob die Wähler das noch haben wollen. Denn ich sage Ihnen eines, gerade diese ORF-Gebühr. Und wissen Sie was? Sie sollten doch mit uns stimmen, wenn Sie ein bisschen nachdenken hätten. Weil wissen Sie, was rauskommt? Wenn dieser ORF-Beitrag ungültig ist, dann muss der ORF zurückbezahlen an alle, die es schon bezahlt haben. Und das ist eine ganz, ganz große Finanzlücke. Wir sind schon im zweiten Quartal. Das erste Quartal ist dann schon weg.
Sie würden sich selber und Ihrer etwas unglücklichen Ministerin Raab einen Gefallen tun, hier mitzustimmen, diese ORF-Beiträge jetzt abzuschaffen. Weil dann kann es nämlich nicht passieren, dass diese Bescheide aufgehoben werden, so sie einmal kommen werden. Und irgendwann wird die OBS sich nicht mehr schrauben können. Irgendwann wird die OBS auch tatsächlich Bescheide ausschicken müssen. Und dann wird es die Einsprüche geben. Und dann sage ich Ihnen heute schon, dann wird das ein langes Trauerspiel werden. Und dann werden alle da sein. Und was wird am Ende des Tages rauskommen? Sie werden es ohnehin aus dem Budget bezahlen müssen. Und das haben Sie zu verursacht. Das haben Sie zu verantworten, wenn ein Unternehmen wie der österreichische Rundfunk am Ende des Tages ein riesengroßes Finanzloch hat. Das sind pro Quartal ca. 200 Millionen. Ich würde sagen, das erste Quartal ist um. Überlegen Sie, Herr Ecker, ob es nicht klug wäre, im Sinne Ihrer Ministerin hier zuzustimmen. Hier zuzustimmen und schaffen diese und heute unserem Antrag eben die Mehrheit zu geben, damit diese Haushaltsabgabe abgeschafft wird. Denn eines verspreche ich Ihnen, spätestens unter einem Volkskanzler Herbert Kickl wird nicht nur die Haushaltsabgabe sofort abgeschafft, es werden auch die Abfertigung und die Pension. Schlusssatz bitte. Offengelegt. Das war mein Schlusswort. Danke, Herr Präsident. Zu Wort gemeldet ist die Frau Staatssekretärin. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Abgeordnete zum Nationalrat, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, liebe Zuseherinnen und Zuseher auch im Livestream. Ich möchte Ihnen zunächst danken für die Zustimmung zur Änderung des Bundesministeriengesetzes. Ich freue mich sehr, dass ich mit 1. Mai dann auch offiziell die Agenten der Digitalisierung übernehmen darf, sofern natürlich dem auch der Bundesrat zustimmt. Zum heutigen dringlichen Antrag der FPÖ darf ich in Vertretung unseres Bundeskanzlers und der Bundesregierung die Gelegenheit nutzen, die Fakten zum ORF-Gesetz und auch zur Finanzierung zum ORF-Beitrag wieder einmal darzulegen. Ich möchte an dieser Stelle der zuständigen Medienministerin Susanne Raab gute Besserung wünschen. Zusammengefasst lässt sich zu den ORF-Änderungen sagen, dass seit 1. Jänner dieses Jahres für die große Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher der Beitrag zum ORF günstiger geworden ist. Die Inhalte sind länger und schneller online verfügbar und der ORF wurde insgesamt transparenter. Und bevor wir inhaltlich über die Ausgestaltung des ORF-Gesetzes und über die Finanzierung sprechen, möchte ich schon auch die Grundsatzfrage stellen. Wollen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Für uns als Volkspartei und natürlich auch als Bundesregierung ist es klar, wir bekennen uns zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Alle anderen EU-Staaten haben ebenso einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und insbesondere in Zeiten von Fake News und versuchter ausländischer Einflussnahme oder vielleicht sogar tatsächlicher ausländischer Einflussnahme, wenn wir die Verbindungen von Egisto Ott zur FPÖ genauer betrachten, ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk notwendig für eine funktionierende Demokratie. Eines gehört auch gesagt, die Kritik der FPÖ, die Sie hier schriftlich in dem Antrag liefern, die richtet sich ja nicht nur gegen den ORF selbst, sondern insbesondere gegen die gesamte Medienlandschaft in Österreich, also gegen jedes Art von Medium, das nicht von der FPÖ betrieben wird. Und wir als Bundesregierung sind der Überzeugung, wir brauchen eine vielfältige und unabhängige Medienlandschaft in Österreich. Wir brauchen Zeitungen, wir brauchen private Radios und Fernsehen und natürlich brauchen wir auch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einer Demokratie. Und ja, dieser gehört auch finanziert. Ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes hat dazu geführt, dass wir diese Finanzierung neu regeln haben müssen seit 1. Jänner. Und anders als oftmals behauptet, wird für rund 3,2 Millionen Haushalte in Österreich der ORF-Beitrag günstiger. Und der ORF muss dadurch auch bei sich selbst sparen, alleine rund 325 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Immerhin
Fast 90% der Österreicherinnen und Österreicher nutzen ORF-Angebote in irgendeiner Art und Weise, 80% sogar täglich. Und im Zuge der Gesetzesänderung hat es auch Anpassungen der Programmgestaltung gegeben. Beispielsweise wurde ein eigenes Online-Programm für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen und Sendungen sind länger und vor allem schneller online verfügbar. Aber klar ist natürlich auch, der ORF muss sauber und sparsam mit dem Steuergeld umgehen. Er muss für die Menschen da sein und er muss einen Mehrwert liefern als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und deswegen sieht das neue Gesetz auch mehr Transparenzverpflichtungen vor, insbesondere bei Spitzengehältern im ORF, die ja sehr deutlich auch angesprochen wurden, insbesondere auch die letzten Wochen. Die teils völlig überzogenen Privilegien von Sonderpensionen oder Spezialzulagen am Königlbergen werden deutlich gekürzt. Und mit dem neuen Ethikkodex für soziale Medien sorgt der ORF für mehr Objektivität. Abschließend möchte ich ein weiteres Mal zusammenfassen, weil die FPÖ hier sehr viele falsche Nachrichten verbreitet. Durch die neue Finanzierung des ORF werden 3,2 Millionen Haushalte weniger an ORF-Beitrag zahlen. Diese neue Finanzierung ist notwendig geworden durch eine Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes und der ORF muss bei sich selbst mit dem Sparstift ansetzen und nicht zulasten der Zuseherinnen und Zuseher. Der ORF wird schlanker, sparsamer und transparenter und ich denke, das kann in unser aller Ansinnen liegen, dass wir in einer Demokratie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk genau unter die Lupe nehmen, aber natürlich auch beibehalten zum Funktionieren einer Demokratie. Dankeschön. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Amelsbauer. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ja, diese Ausführungen der Frau Staatssekretärin Plackholm lassen einen fassungslos zurück. Sie hat nicht verstanden, worum es geht. Sie hat behauptet, die dringliche Anfrage der FPÖ richtet sich gegen die gesamte Medienlandschaft. Aber die ORF-Haushaltsabgabe betrifft ja logischerweise nur den ORF. Also das hat mit den anderen Medien nichts zu tun. Im Gegenteil, die anderen Medien erfahren einen eklatanten Wettbewerbsnachteil dadurch. Und warum ausgerechnet die Frau Plackholm in der ÖVP die große Zukunftshoffnung sein soll, das weiß sie wahrscheinlich nicht einmal selbst. Aber gut, das ist Problem der Österreichischen Volkspartei, meine Damen und Herren. Zum Thema Haushaltsabgabe. Über 4 Millionen Haushalte müssen diese Haushaltsabgabe jetzt zahlen. Davon 700.000 Haushalte, die bisher keine GIS-Gebühr zahlen müssen. Also das Märchen, das Sie jetzt zum wiederholten Male zum Besten gegeben haben, dass das ja billiger wird für die Menschen, das ist widerlegt. Das sieht man ja auch dadurch, dass der ORF insgesamt ein sattes Plus von 18% bei den Einnahmen durch diese Haushaltsabgabe hat. Und diese Zwangsabgabe, die ja generell abzulehnen ist, gerade in Zeiten der Teuerung, wo viele Menschen nicht wissen, wie sie über die Runden kommen, wie sie ihre Kosten zahlen, wie sie ihre Einkäufe tätigen, wie sie ihre Mieten bezahlen. Also das ist ja an Zynismus fast nicht mehr zu überbieten, meine Damen und Herren. Und obwohl viele, wie gesagt, den ORF ja gar nicht konsumieren, müssen sie jetzt zahlen. Das ist eine Zwangssteuer, die von Grund auf abzulehnen ist. Und zwei Wiener Anwälte, die Kollegin Belakovic hat es schon angeführt. Zwei bekannte Wiener Anwälte haben ein Schreiben an alle ORF-Stiftungsräte gerichtet und darauf hingewiesen, dass im ORF-Gesetz schwere handwerkliche Fehler enthalten sind. Aktuell werden mehrere Verfahren gegen die Haushaltsabgabe geführt und nehmen genau darauf Bezug. Und wenn nur ein einziges Verfahren zugunsten dieser Kläger entschieden wird, dann bedeutet das, dass die Haushaltsabgabe Geschichte ist und dass der ORF alle bisher eingenommenen Beiträge zurückzahlen muss. Das würde den ORF aufgrund ihres Gesetzespfusches hier in schwere wirtschaftliche Turbulenzen bringen. Und eine Zwangsgebühr, meine Damen und Herren, generell in dieser Form für einen Sender ist ein Anachronismus, den es in vielen Ländern nicht mehr gibt und das hat auch in Österreich endlich ein Ende zu finden. Die Spitzengehälter, die Gehälter im ORF wurden ja schon auch angesprochen. Die Liste ist bekannt, also da die lässt einen auch nur fassungslos zurück. Die Spitzenverdiener, wenn man bedenkt, dass 3/4 aller Arbeitnehmer in Österreich maximal 50.000 Euro brutto pro Jahr verdienen.
Also das kann es ja wirklich nicht sein, dass es auch Zusatzeinkommen gibt zu den ohnehin exorbitant hohen Gehältern. Es ist den Menschen nicht erklärbar, dass manche am Königlberg Jahresgehälter beziehen, womit andere ein Jahrzehnt lang, 10 Jahre lang auskommen müssen. Das kann es ja nicht sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das zeigt uns, dass es eine Totalreform in Richtung eines verschlankten Grundfunks ohne jegliche Zwangssteuern und Zwangsgebühren geben muss in diesem Land. Und jetzt komme ich noch auf die politische Schlagseite des ORF. Von der Objektivität sind wir da meilenweit entfernt. Weil man hat das Gefühl, manchmal der ORF tritt als Partei bei der Nationalratswahl an, gegen die FPÖ vornehmlich. Das zeigt auch das aufgeregte Schreiben dieses ORF-Redakteursrates, ja, wo er bei der Bundesregierung protestiert wurde gegen den von uns entsandten Stiftungsrat Peter Westenthaler. Also wo kommen wir denn da hin, wenn sich Redakteure die eigenen Aufsichtsräte aussuchen wollen und ihnen gleich auch noch den Mund verbieten wollen? Erinnern wir uns daran, vor nicht allzu langer Zeit, dass in der Zeit im Bild, in der wichtigsten Nachrichtensendung des Landes, die ehemalige freiheitliche Regierungsmannschaft als blaue Regierungsbande verunglimpft wurde und der ORF dafür auch verurteilt wurde, meine Damen und Herren. Man erinnere sich an die ganzen politischen Aktivisten, die als Experten getarnt auftreten im ORF, sogenannte Rechtsextremismus-Experten, was immer das auch sein soll. Ja? Eine Frau Julia Ebner, die übrigens zahlreiche Preise von SPÖ und ÖVP erhalten hat, denkt auf Sendung nach über das Verbot der Kandidatur von Herbert Kickl. Also so weit haben wir es gebracht und das wird nicht einmal gescheit kommentiert und relativiert. Es wird, die Gedanken sind frei. Das sind liberale Gedanken der Neos. Wenn ein Mann namens Herbert Kickl, der in allen Umfragen führt, der den Weg zur Volkskanzlerschaft betreitet, soll von ihren linken Freunden, Frau Mendl-Reisinger, verboten werden? Ja, SOS-Demokratie. Weit haben wir es gebracht. Als Bürger getarnte ehemalige Landtags- und Nationalratsabgeordnete der SPÖ erklären es im ORF als Bürgerpflicht, gegen rechts zu demonstrieren. Gar nicht gegen rechtsextrem, gegen rechts. Na, stellen wir uns das mal vor. Was bedeutet das in einer Demokratie? Eine Demokratie ohne rechts, wenn man das schon so schubladisieren will. Na, nur links und grün ist zu wenig für eine Demokratie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und eine Anmerkung dazu noch. Natürlich darf jeder auftreten im ORF und seine Meinung sagen. Aber bei solchen Experten mit einer einschlägigen politischen Vergangenheit oder Schlagseite muss das auch klar ausgewiesen werden, damit sich die Konsumenten auch ein Bild darüber machen können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also der ORF pflegt die von ihm selbst verlangte Äquidistanz zu allen Parteien derzeit nur zur FPÖ. Das hat mit objektiver Information nichts zu tun. Wir als Freiheitliche, wir brauchen keine Sonderbehandlung. Wir wollen objektiv und fair auch im ORF auftreten. Mir hat ein Bürger geschrieben vor wenigen Tagen, er versteht überhaupt nicht, warum er jetzt diese Haushaltsabgabe zahlen muss, weil bei dem Programm, das da teilweise geboten wird, hat er eigentlich geglaubt, dass das mit der Müllgebühr abgedeckt ist. Das sind nicht meine Worte. Ich zitiere aus einer E-Mail eines Bürgers, die Menschen verstehen diese Belastungslawine nicht, meine Damen und Herren. Abschließend, Totalreform des ORF in Richtung eines verschlankten Grundfunks ohne jegliche Zwangssteuern und Zwangsgebühren. Das sind wir den Menschen schuldig. Und Klarstellung ganz zum Schluss. Es gibt engagierte, gute Mitarbeiter, aber die werden an der kurzen Leine gehalten. Es gibt gute, qualitätsvolle Formate, aber es gibt auch viel, das dieses Prädikat nicht verdient. Und da gehört aufgeräumt. Und mit einem Volkskanzler Kickl, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden wir diese Zwangsgebühr, diese Zwangssteuer abschaffen und für ordentliche Zustände am Königlberg sorgen. Zur tatsächlichen Berichtigung ist die Frau Abgeordnete Brandstätter. Kollegin Belakovic meinte, dass Mindestrentner Haushaltsabgabe zahlen müssen. Ich berichtige tatsächlich, es heißt erstens Ausgleichszulagenbezieher, Bezieherinnen und sie zahlen selbstverständlich keine Haushaltsabgabe. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Ecker.
Dankeschön, Herr Präsident, Herr Bundesminister, Frau Staatssekretärin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher auf der Tribüne und im Livestream. Möchte ganz besonders eine Unternehmergruppe aus Gleisdorf sehr, sehr herzlich begrüßen, bevor ich einsteige. Ich kann mich gut erinnern an einige Reden vom Kollegen Hafenecker, der sich immer wieder über die Wiederholungen im ORF aufgeregt hat. Wenn ich mir die Ausführungen meiner beiden freiheitlichen Kollegen anhöre vorhin, dann sind das nicht anderes als Wiederholungen über ihre Abneigung gegenüber den ORF, also sogenannte blaue Sitcoms, nur mit ganz schlechten Schauspielern. Die Freiheitlichen, und die sind heute den ganzen Tag schon sehr, sehr nervös, die holt jetzt ihre eigene Selbstsicherheit ein. Der selbsternannte Volkskanzler Kickl wird immer nervöser. Die Abgeordneten werden respektloser gegenüber jungen Frauen. Scheinbar scheint auch der Druck dort zuzunehmen durch diesen mutmaßlichen Spionagefall. Ich verstehe natürlich die Strategie der Freiheitlichen. Versuche einfach den Scheinwerfer woanders hinzulenken, um dementsprechend vor den eigenen Herausforderungen abzulenken. Meistens haben die Freiheitlichen ja Feindbilder, ob das jetzt Europa ist oder andere Dinge. Im Bereich der Medienpolitik gibt es Vorbilder, den Putin, den Orbán, wo sie scheinbar die Ziele deren Medienpolitik verfolgen. Ich darf kurz in Erinnerung rufen, Herr selbsternannter Volkskanzler Kickl, ein paar Dinge in Erinnerung rufen. Sie haben als Innenminister den sogenannten Maulkorb-Erlass herausgegeben an die Landespolizeidirektionen, die nicht mit den Medien kommunizieren sollen, außer was sie unbedingt müssen. Das ist freiheitliche Medienpolitik, wie Sie sie vorstellen. Sie sind der Meister der Fake-Schleuderei. Sie agieren in den Echokammern und im FPÖ-TV. Sie stimmen gegen die Medienvielfalt in diesem Lande, indem Sie die Qualitätsjournalismusförderung nicht unterstützen, indem Sie gegen die Digitalisierungsförderung stimmen, indem Sie gegen das Medientransparenzgesetz stimmen. Und wenn Sie Verantwortung tragen, so wie zwischen 2018 und 2020 mit dem Stiftungsratsvorsitzenden Steger, tun Sie nichts, weil Sie nicht interessiert hat. Frau Berlakovic, diese Fragen, die Sie... Die Fragen, die Sie heute gestellt haben, könnte Ihnen wahrscheinlich ganz einfach der ehemalige Stiftungsratsvorsitzende Steger beantworten. Die blaue oder FPÖ-Sitcom gibt mir aber die Möglichkeit, unseren Standpunkt als Partei der Mitte darzulegen im Bereich der Medienpolitik. Wir stehen für Pluralismus. Wir stehen für unabhängigen Journalismus. Wir stehen für die Medien- und Pressefreiheit und wir stehen dafür, dass wir die Medienhäuser in der Innovation und in der Entwicklung unterstützen. Uns ist es wichtig, dass es einen starken öffentlichen Rundfunk gibt, aber auch starke private Medienhäuser. Deswegen sind wir auch sehr, sehr sorgfältig in der Umsetzung dieses VfGH-Urteils umgegangen. Wir sind dafür, dass der ORF zukunftsfit und digitaler wird, vielfältiger wird, von der Unterhaltung bis zur Kultur, dass er schlanke und zeitgemäße Strukturen hat und, wie auch bereits von der Staatssekretärin Plackholm ausgeführt, dass er für einen Großteil der Seherinnen und Seher in Zukunft günstiger sein wird und transparenter.
Transparenz ist in diesem Zusammenhang wichtig, aber die Transparenz darf nicht zur Neiddebatte führen, da wehren wir uns dagegen. Und ein kleines Funfact dazwischen, weil das auch jetzt gefallen ist von meinen Vorrednern. Der Generaldirektor, der für 58 dieser 61 Verträge zuständig ist, ja, wurde 2006 durch eine Allianz von Grünen, SPÖ und Freiheitlichen in seine Verantwortung gehoben. Ich weiß nicht, von was ihr redet. Kinder, ihr könnt euch wahrscheinlich nicht einmal mehr daran erinnern, wie bei vielen anderen Dingen auch. Ihr wart da mit dabei. Also für uns steht fest, Unabhängigkeit statt blauer Turnübung. Und jedenfalls wollen wir keinen blauen Organisten für Österreichs größte Medienorgel. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Leichtfried. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Aus der bisherigen Debatte und dem bildhaften Gesamtverhalten der Freiheitlichen Partei ist, glaube ich, eines klarzustellen. Es geht in dieser Debatte und überhaupt der FPÖ nicht wirklich um Medienpolitik. Es geht der FPÖ auch nicht um die Menschen in unserem Land. Es geht der FPÖ auch in Wahrheit nicht um die Gebühren für den öffentlichen Rundfunk. Die FPÖ hat ein Interesse in diesem Land, und das ist, die Medienfreiheit anzugreifen, einzuschränken und am Ende abzuschaffen. Das ist das Ziel der FPÖ, geschätzte Damen und Herren, in dieser Debatte. Und ich bin wirklich dankbar, dass dieser Tagesordnungspunkt da ist, damit man über das einmal klar, ganz klar reden kann. Das, was die FPÖ möchte und das, was sie vor sich herlebt, ist doppelmoralisch, extrem doppelmoralisch. Ich darf den Kollegen Amesbauer zitieren. Das Einzige, was wir wollen vom ORF, dass über uns fair berichtet wird. Ja, super Geschichte ist das, wenn man das so sagt. Aber was ist die Wahrheit? Die Wahrheit steht in den Chats, die jetzt wieder publik geworden sind. Ein paar Beispiele. Ein Herr Jelinek schreibt: Lieber Heinz, der Kuchen wird jetzt verteilt. Wir müssen dringend die Weichen stellen. Da geht es nicht um faire Berichterstattung, Herr Amesbauer. Da geht es um einen Kuchen, den er gern hätte. Oder der Herr Strache schreibt: Wenn Christian Werschütz nicht oberösterreichischer Landesdirektor werden kann, dann würde er gerne als Unterhaltungschef im ORF ausmisten. Ist das faire Berichterstattung, Herr Amesbauer? Oder ist das Doppelmoral, frage ich Sie. Und der ORF, der ÖVP-Großspender schreibt an dem Strache, weil er den ORF kritisiert hat, ist auch so ein Geschichte, das rote Zeckenparadies geht alle auf die Nerven. Ist das der Wunsch nach, ist an den Strache gefällt das? Ist das der Wunsch nach fairer Berichterstattung? Nein, das ist Angriff auf die Medienfreiheit und nichts anderes. Und Herr Kickl, Sie brauchen nicht nervös werden, zu Ihnen komme ich noch heute. Warten Sie nur, gleich ist es soweit. Ja, gleich ist es soweit mit Herrn Kickl. Aber zuerst reden wir noch einmal über die Medien und die Medienfreiheit, die sie angreifen. Es geht euch nur darum, FPÖ-Sympathisanten im ORF in Position zu bringen. Und es geht euch darum, dass die Medien in Österreich am Ende so werden wie FPÖ-TV. Die einzige Frage, die erlaubt ist: Wie super sind Sie, Herr Kickl? Das ist eure Vision von Medienfreiheit, geschätzte Damen und Herren. Und die Antwort, wie super sind Sie, Herr Kickl, ist in Wahrheit überhaupt nicht super. Ganz weit weg von super. Das ist nicht nur das ist nicht Meinungsfreiheit, das ist nicht Pressefreiheit. Das, was Sie wollen, ist Meinungsdiktatur. Und dafür steht außer Ihnen in diesem Haus niemand zur Verfügung. Das sage ich Ihnen auch. Aber es ist normal nicht mein Thema. Herr Kickl, seien Sie nicht so aufgeregt, bitte. Es geht ja, wenn man normal miteinander redet, auch. Aber jetzt, die Frau Berlakovic hat das Thema Gehälter angesprochen. Das ist schon etwas kühn
Frau Belakovic, wenn Sie das Thema Gehälter ansprechen. Ich kann mich gut erinnern, in einer der letzten Sitzungen hat unser Clubobmann, der Philipp Kucher, erwähnt, dass Sie so nebenbei vergessen haben, dass Sie zusätzlich, Herr Kickl, zu Ihren Abgeordnetengehalt noch 10.000 Euro extra im Monat bekommen. Und ja, das haben Sie dafür bekommen, eigentlich für nichts haben Sie es bekommen, aber bitte, ist Ihre Sache. Nur, ich finde es extrem kontraproduktiv und extrem doppelmoralisch, wenn man auf der einen Seite kritisiert, was andere irgendwo verdienen und auf der anderen Seite der Spitzenverdiener eigentlich im FPÖ-Club sitzt, geschätzte Damen und Herren, der Spitzenverdiener Herbert Kickl, der wahrscheinlich alles in Schotten stellt mit seinem Verdienst, was beim FPÖ Verdienst werden kann. Und da melden Sie sich dann zu Wort und kritisieren das. Ich meine, wie doppelmoralisch ist das? Und schauen wir uns das einmal an, geschätzte Damen und Herren, schauen wir uns das einmal an. Der Herr Kickl im Jahr 2017, Abgeordnetenbezug 122.578, FPÖ Wien 140.000. Und dann ist noch dieses Haus in der St. Veiterstraße. Es wird vermutet, wir haben sehr, sehr gering angesetzt, 100.000 Euro. Das sind 362.000 Euro, das muss beim UEFA mal verdienen, was der Herr Kickl verdient, geschätzte Damen und Herren. Das ist die Wahrheit, so schaut es wirklich aus. Und wenn man das Ganze jetzt noch für jetzt anschaut, ergibt sich Respekt, Herr Kickl, es sind um 40.000 weniger, also ungefähr 326.000. Aber ich finde, wenn man Gehälter kritisiert, dann sollte man mal bei sich selbst zuerst schauen. Das ist ein bisschen wie... Nein, es ist nicht einmal wie Wasserpredigen und Wein trinken, es ist wie Wasserpredigen und 80%igen Rumexen, Herr Kickl. Dankeschön. Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Gruppe Frau Maurer, bitte. Ja, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, wer den heutigen Plenartag verfolgt hat bisher, der durfte Zeugin werden von einer hochnervösen Freiheitlichen Partei und auch Zeugin werden davon, wie weit sich die FPÖ mittlerweile von der Demokratie und demokratischen Prozessen entfernt hat. Ich erinnere, der Tag hat begonnen mit einer Aktuellen Stunde, gerichtet an den Innenminister, aber es wurde einzig und allein über die zahlreichen Verbindungen der Freiheitlichen Partei zum diktatorischen Regime von Putin gesprochen. Und ich möchte dazu noch einmal sagen, wer seine Heimat liebt, verrät sie nicht. Eines ist klar, Herr Kickl und liebe Mandatarinnen der Freiheitlichen Partei, Sie lieben diese Heimat nicht. Sie lieben Österreich ganz sicher nicht. Und jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, will die FPÖ über den ORF diskutieren, genauer gesagt den ORF-Beitrag. Und man wundert sich da ja schon ein bisschen, weil eigentlich hat man bei den Kolleginnen und Kollegen der Freiheitlichen Partei eher den Eindruck, dass sie außer FPÖ-TV, Russia Today und Radio Moskau eigentlich kaum andere Medien konsumieren. Eine demokratische Gesellschaft braucht eine starke, unabhängige und vielfältige Medienlandschaft wie die Luft zum Atmen. Und nach Jahrzehnten des medienpolitischen Stillstands fördert diese Bundesregierung die privaten Medien in Österreich stärker als jemals zuvor. Und für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wir ein Paket beschlossen, mit dem wir die Zukunft auf sichere Beine stellen. Die alte GIS-Gebühr war veraltet und ungerecht, deswegen ist sie vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden und der neue ORF-Beitrag ist fair und wird für jede und jeden Einzelnen günstiger, weil mehr Menschen und Unternehmen sich gerecht daran beteiligen. Haushalte mit wenig Einkommen, Menschen mit Behinderungen, Studierende und Lehrlinge bleiben selbstverständlich wie bisher befreit. Und außerdem sorgen wir dafür, dass der ORF mit seinem digitalen Angebot den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Wir wollen qualitätsvollen Journalismus, der uns mit gesicherten und geprüften Informationen versorgt. Das ist in Zeiten von Fake News und in Zeiten von ihrer Putin-Kriegspropaganda wichtiger denn je. Und es ist die zentrale Aufgabe
von unabhängigen Medien die Arbeit der Politik zu kontrollieren. Und ich möchte in einem Land leben, in dem ich mich den kritischen Fragen eines unabhängigen Journalismus stellen muss, wie er auch im ORF praktiziert wird. Und ja, das ist nicht immer lustig. Aber Sie, Herr Kickl, Sie wollen das nicht. Sie entziehen sich den kritischen Fragen der Journalistinnen. Sie fürchten den kritischen Journalismus, genauso wie Sie eine offene und liberale Gesellschaft fürchten. Sie gehen ja nicht einmal hin. Sie sind ja zu feig, sich in ein Bürgerforum zu setzen und sich tatsächlich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu stellen. Sie stellen sich gerne den Fragen von Ihrem eigenen Sender FPÖ TV, einem Sender, der von wem wird der eigentlich bezahlt? Uns allen, den Steuerzahlerinnen. Damit finanzieren Sie Ihre Fake News und Ihre Propaganda und Ihre völlig unkritischen Fragen. Was bieten Sie den Menschen? 100% ungefilterte, putinfreundliche, angstschürende und vor Unwahrheiten strotzende Propaganda und Desinformation. Das ist Ihr Programm, das ist Ihr Zugang zu Journalismus. Und da können Sie noch so treuherzige Briefchen an Chefredakteure schicken. Es wird Ihnen niemand glauben, dass es Ihnen den Medien tatsächlich irgendetwas liegt und schon gar nicht am kritischen Journalismus. Ihr Kanal ist sogar zeitweise auf YouTube für neue Videos gesperrt gewesen. Dafür muss man mehrfach gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen, zum Beispiel durch die wiederholte Verbreitung von Fake News. Und in einer Demokratie missbraucht die Regierung nicht den unabhängigen Rundfunk und regiert auch nicht in ihn hinein. Da setzt man nicht seine Leute auf irgendwelche Posten und chattet mit Mitarbeiterinnen, damit zu den eigenen Gunsten berichtet wird. Wer hat das dann gemacht? Was lesen wir denn in den Chats die ganze Zeit? Na, die Freiheitliche Partei. Rauf und runter, das haben wir in den letzten Wochen gesehen, in den Chats zu lesen. Die FPÖ will im ORF ausmisten, sie wollen sie abschießen, sie wollen auf den Tisch hauen. Das ist Ihr Umgang mit kritischem Journalismus. Und das ist 1:1 der Sprachgebrauch eines Diktators und nicht eines Demokraten. Und ich muss jetzt schon sagen, die unglaubliche Wehleidigkeit, mit der hier draußen gestanden wird und mag schon sein, dass der ORF hin und wieder Fehler macht. Das gehört dazu, dass man eine gute Fehlerkultur hat. Aber die Wehleidigkeit, mit der Sie sich da herausstellen und ganz traurig sind, dass was Kritisches über Sie berichtet wird, das ist doch geradezu obszön. Naja, Sie haben das gerade gesagt. Sie sind nicht manns genug, sich den kritischen Fragen der Journalistinnen und Journalisten zu stellen. Aber ist Ihnen das doch auch so ein ganz zentrales Anliegen? Die Spielregeln einer Demokratie sind klar. Die Politik hat sich in den unabhängigen Journalismus nicht einzumischen. Sie hat nichts zu bestellen, sie hat nichts zu wünschen, sie hat nichts auszumischen. Sie hat sich nicht einzumischen. Sie haben diese ganzen Chats erkickt. Na, ich verstehe schon, dass Sie aufgeregt sind, den ganzen Tag schon. Weil es ist ja ein bisschen peinlich hier, was Sie hier aufführen. Wir haben die Rahmenbedingungen geschaffen für einen unabhängigen, für einen starken ORF, der unabhängigen, kritischen, vielfältigen Journalismus ermöglicht. Sie, Herr Kickl, Sie und Ihre FPÖ wollen das genau das Gegenteil. Sie wollen Medienberichterstattung wie in Ungarn und in Russland, wo es überhaupt keine kritischen Medien mehr gibt, wo Journalistinnen fliehen müssen, wenn sie kritisch berichten. Das ist Ihr Programm. Stehen Sie doch dazu. Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Brandstätter. Bitte sehr, Frau Abgeordnete. Vielen Dank, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher auf der Galerie und zu Hause vor den Bildschirmen. Ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, dass hier ein bisschen Ruhe einkehrt. Meine Damen und Herren, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist relevant für unsere Demokratie, er ist wichtig. Dass ein öffentlich-rechtliches Medienhaus zu einer demokratischen Infrastruktur zählt, das muss man leider immer wieder betonen, weil es dann eben populistische Parteien wie die FPÖ gibt, die einfach versuchen, den ORF sturmreif zu schießen. Und es entsteht dann eine toxische Situation, dass
immer mehr Menschen auch glauben, dass der ORF überflüssig ist, dass immer mehr Menschen auch den Glauben an den Wert eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks verlieren und auch generell an die Medien. Und das ist alarmierend, weil Aufgabe des ORF ist es schon, eine gesamtgesellschaftliche Debatte zu führen, sie in eine breite Öffentlichkeit auch zu tragen, über Kultur, über Werte, über Normen zu sprechen, ja, auch über Meinung zu reflektieren. Und auch ein Programm zu bieten, das sich finanziell einfach auch nicht rechnet. Und ich hoffe ja wohl, dass wir uns darauf verständigen können, dass es auch die Aufgabe des ORF ist, zum Beispiel eine Minderheitenredaktion zu betreiben. Zugleich gibt es aber auch im Maschinenraum des ORFs genügend zu reparieren. Und vor dieser Debatte haben sich sowohl ÖVP als auch Grüne ganz heftig gedrückt. Und dabei wäre der Zeitpunkt ideal gewesen vor der Einführung der Haushaltsabgabe. Wir NEOS haben immer gesagt, wir wollen einen breiten zivilgesellschaftlichen Prozess. Wir wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber sprechen, was ist die Aufgabe des ORF, was sind die Ziele, was sind nicht die Ziele, was ist dieser berühmte Public Value, also der Mehrwert für uns alle, den der ORF liefern muss. Und vor dieser Debatte wollten sich Grüne und ÖVP einfach drücken und es war ein großer Fehler, weil nur dann, wenn man darüber spricht, was die Aufgabe ist, wenn man das auch vergemeinschaftet, dann gibt es auch eine Akzeptanz dafür, dass man für diesen Wert auch etwas bezahlen muss, dass man sich das auch leisten muss als Demokratie. Dann tritt übrigens auch die Höhe der Summe und ähnliche Debatten in den Hintergrund. Aber was wir hier sehen, das ist mutlose Medienpolitik, das ist duckmäuserisch, das ist Medienpolitik wie in einer Deichskarikatur. Und dabei gibt es ja so wahnsinnig viel zu tun. Der ORF hat nach wie vor unflexible Strukturen. Er kommt viel zu wenig dem eigenen Auftrag nach. Er ist zu analog, zu wenig attraktiv für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er ist zu angepasst. Er ist zu wenig transparent. Er ist viel zu sehr Spielwiese von Parteien, allen voran von Regierungsparteien. Er hat eine nicht zu rechtfertigende Marktmacht und Verzerrung des Wettbewerbs gegenüber privaten Medienhäusern. Er führt viel zu viele Verfahren vor Arbeitsgerichten, wenn Frauen sich wehren gegen Mobbing, Bossing oder sexuelle Übergriffe. Da wird nichts unternommen. Vor dieser Debatte drücken sie sich. Sie drücken sich davor, Konzepte zu entwickeln und den Diskurs zu führen. Stattdessen, und da kann man nicht oft genug daran erinnern, haben wir Top-Jobs, die in Sideleitern ausbaldowert werden, wo, ich wiederhole es immer wieder, auch Kollegin Blimlinger von den Grünen meinte, man müsse sich entscheiden, ob man ein korrupter oder ein naiver Idiot sein möchte. Und man hat sich offensichtlich für Ersteres entschieden. Es gibt fragwürdige Besetzungen der Publikumsräte durch die Regierung mit Menschen, die dezidiert aus ÖVP-nahen Vereinen stammen. Es gibt Moderationen von ORF-Moderatorinnen bei ÖVP-Parteiveranstaltungen. Es gibt diverse Stiftungsräte mit Tätigkeiten, die ihnen dabei helfen, für ihre Kundinnen und Kunden beim ORF zu intervenieren. Es gibt Freundeskreise bei den Stiftungsräten. Es sitzen Mediensprecher anderer Parteien bei den Vorbesprechungen für die Stiftungsratssitzungen mit dabei. Das geht einfach nicht. Es gibt prekäre Arbeitsverhältnisse für junge Mitarbeitende, Kettenarbeitsverträge und zugleich sehr hohe Gagen, die durchaus Menschen irritieren. So, aber was die FPÖ heute hier macht, also da bleibt einem ja echt die Spucke weg. Ihr schreit einfach nur, haltet den Dieb. Dabei steckt ihr bis zum Hals hier oben im Sumpf mittendrin. Und das zeigen nicht zuletzt die ganzen Chats, die jetzt auch im Untersuchungsausschuss aktuell werden. Da gab es diese Chatgruppe mit Strache, Wilimski, Herr Hofer, ja, FPÖ-Stiftungsräte, wo über Interventionen im ORF gesprochen wurden. Da hatte Strache immer wieder Jobinteressen von diversen ORF-Mitarbeitenden geteilt. Man hat dann darüber gesprochen, wer gepusht werden soll oder wer nicht. Es gab Chats zwischen dem damaligen, mittlerweile versetzten, gekündigt wird man ja nicht, Chefredakteur Schromm und Strache zu Interventionen. Es gab einen regen Austausch zwischen dem Ex-ORF-Manager Thomas Brandner, der auch ganz stolz darauf war, dass er große Beiträge für die FPÖ auf ORF.at bewirkt hat. Es gab Flirt mit Philipp, Chats zwischen Strache und dem Vorturner mit der Bitte um Hilfe bei Postenbesetzungen. Es ging um bessere Jobs für Christian Wehrschütz. Es ging darum, dass man den Moderator Martin Thür als ZIP-Moderator verhindern wollte. Es wurde interveniert, dass mehr Gabalier auf Ö3 gespielt wird. Also es wurde ja immer absurder.
Es wurde auch gefeiert, dass ein langjähriges FPÖ-Parteimitglied als ORF-Personalchefin installiert worden ist. Strache hat auch Kommando ausgegeben, keine öffentlichen Angriffe mehr auf ORF. Leute, müssen Sie abschießen, nicht aufwerten. So wird gesprochen. Das ist diese Politik, die ihr macht, ihr seid Diskurszerstörer und ihr wollt den ORF zerstören, aber nicht nur den, sondern generell die österreichische Medienlandschaft, um mit eurer Desinformation Flood the Zone with Shit zu spielen. Strache hat ebenfalls in Chats geschrieben, es braucht ein ORF-Gesetz, wo totale Personalrochaden, Neubesetzungen möglich werden, zum Beispiel um den Generaldirektor Wrabetz loszuwerden, den man aber vorher gewählt hat. Und auch Steger, also der Papa, nicht Sie, berichtet in dem Chat, Radio ist derzeit feindselig, ein neuer Chef ändert wenig, weniger als die Zerschlagung der Struktur. FM4 gehört weg, die Journalisten müssen nicht übernommen werden. Und so geht es dahin. Und sehr geehrte Damen und Herren, das brauchen wir nicht. Das bringt uns jeden Tag einen Schritt weiter hin zu ungarischen Verhältnissen, zu einem totalen Durchgriff von einzelnen Personen auf den medialen Diskurs, auf mediale Inhalte. Das zerstört unsere Demokratie. Wir brauchen keinen kreativen Umgang von Ihnen, von der FPÖ mit der Wahrheit, wo man dann haltet den Dieb schreit. Wir brauchen auch keine ÖVP, die dieses Spiel auch mitspielt. Wir brauchen keine Grünen, die sich selbst als korrupte Idioten bezeichnen. Wir brauchen aber auch keine Mutlosigkeit der SPÖ. Was wir brauchen, ist einen starken, unabhängigen, modernen ORF, der im Dienste der Allgemeinheit steht. Wir brauchen eine Debatte darüber, und zwar sachlich, gemeinschaftlich und frei von Populisten und von Diskurszerstörern. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Schnedlitz. Und Herren, diese Debatte jetzt zur Wiederabschaffung der ORF-Zwangssteuer, man stelle sich vor, ist der einzige Punkt des heutigen Tages, der sich mit den Sorgen und den Nöten der österreichischen Bevölkerung auseinandersetzt. Der einzige Punkt am heutigen langen Plenartag, nicht eingebracht von der Bundesregierung, weil sie einen Fehler eingesteht und die Strafsteuer zurücknehmen will, sondern eingebracht von uns Freiheitlichen, weil es nicht sein kann, dass die Menschen während der Teuerung eine Strafsteuer und einen hohen Preis für hohe Gagen und Privilegien im ORF bezahlen müssen. Alle. Und wieder haben sich alle eingehängt hier herinnen. Die gesamte Einheitspartei, die Schwarzen, die Grünen, die Roten, die Neos. Wieder haben sich alle eingehängt, alle gemeinsam gegen das Volk. Und da sind wir Freiheitliche einfach nicht bereit mitzumachen. Nicht mitzumachen bei der ORF-Zwangssteuer, so wie wir nicht mitmachen bei der Kriegstreiberei und dem Opfern der Neutralität, so wie wir nicht mitmachen beim Klimakommunismus und all dem, das schlussendlich in der Teuerung mündet. Weil wir als einzige Partei an der Seite der Österreicherinnen und Österreicher stehen. Und das ergibt die derzeitige Lage. Das System, das heißt die Einheitspartei, der ORF und Co. auf der einen Seite, das sind die, die profitieren. Und auf der anderen Seite die österreichische Bevölkerung, das sind diejenigen, die das bezahlen. Auf der anderen Seite, die sind aber nicht allein, das kann ich Ihnen versprechen. Wir werden weiter hinter den Menschen stehen und nicht zusehen, wie das so weitergeht. Und wie sieht dieses Spiel in der Praxis aus? Was heißt das in der Praxis? Ein Beispiel des ORF Niederösterreichs. Auf der einen Seite ein ORF-Landesdirektor Ziegler, der im ÖVP-Auftrag eine Kampagne hochzieht. Wo in den ORF-Nachrichten? Gegen wen? Gegen die FPÖ. Warum? Um eine Wahl zu beeinflussen im Auftrag und Sinne der ÖVP gegen die FPÖ. Stichwort Liederbuchaffäre. Die ÖVP gibt den Auftrag, der ORF-Chef setzt um. Das Ganze fliegt auf, man sagt, der muss gehen, aber nicht hinaus aus dem ORF, sehr geehrte Damen und Herren. Der ist noch immer im ORF beschäftigt. So ist der Weg, wie dieses gesamte System funktioniert. Auf der anderen Seite in der Praxis das Volk, das mit gesteuerter
Politpropaganda in den Nachrichten beglückt wird und obendrein auch das Ganze noch bezahlen muss. Sehen Sie, wie absurd das ist, sehr geehrte Damen und Herren. Diese ORF-Zwangssteuer, die ist systematisch und symptomatisch für all das, was Sie die letzten Jahre machen. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Das heißt, auf der einen Seite Sie, die profitieren, alle, die auf der Butterseite des Lebens sind. Das ist es, was sie antreibt. Und auf der anderen Seite das Volk, die nicht auf der Butterseite des Lebens sind, meine Damen und Herren, dank der Teuerung, die müssen nur dafür bezahlen und die müssen darunter leiden. Das ist der Grund, warum die Menschen die Nase voll haben von Ihnen, von den Schwarzen, von den Grünen, von den Roten und von den Neos. Und soll ich Ihnen etwas sagen, das dramatisch ist? Das wäre Ihnen wurscht, wenn die Nasen voll haben. Das wäre Ihnen wurscht, wenn das Volk leidet. Das ist Ihnen alles egal, solange sich hier herinnen alle einig sind, dann kann ja nichts passieren. Solange keiner ausbricht aus diesem System, da soll das Volk ruhig angefressen sein, dann gibt es eh keine Alternative. Was will denn der Pöbel dann machen? Das ist Ihre Haltung und deshalb ist es Ihnen egal. Dann können Sie machen neue Steuern, ORF-Zwangssteuer, Corona-Regime, Kriegstreiberei, Klimakommunismus und so weiter. Das wäre Ihr Lieblingsplan, nur geht der leider nicht auf. Wissen Sie warum nicht? Weil es einen gibt, der da nicht mitmachen will. Da sitzt er, Herbert Kickl, sehr geehrte Damen und Herren. Dieser Plan geht nicht auf, weil einer nicht zum System gehören will, das die Bevölkerung wie Untertanen behaltet und es sich am Rücken der Bevölkerung richtet. Da sitzt er, Herbert Kickl ist es. Weil einer versteht, dass er sich auf die Seite des Volkes zu stellen hat. Weil einer versteht, wer der Chef zu sein hat. Sehr geehrte Damen und Herren, das Volk ist der Chef, nicht der Kanzler. Schreiben Sie sich das einmal hinter die Ohren. Das ist im Übrigen auch das, was der Volkskanzlerkurs von Herbert Kickl beschreibt, wie im Wort zu lesen. Volkskanzler, zuerst das Volk und dann kommt erst der Kanzler. Und genau das ist Ihr riesengroßes Problem, das Sie in Wahrheit mit Herbert Kickl haben. Dass er nämlich der Garant dafür ist, dass sie mit den Menschen nicht machen können, was sie wollen. Weil einer ausschert, geht dieser Plan ganz einfach nicht auf. Weil er bei diesem System nicht nur nicht dazugehören will, sondern nicht einmal anstreifen will. Deshalb haben sie ein Problem mit ihm. Und deshalb bekämpfen sie ihn. Sie bekämpfen Herbert Kickl, weil er ganz einfach gefährlich wird für Sie. Gefährlich für die Butterseite des Lebens, weil er sich auf die Seite der Menschen gestellt hat und somit das Volk mit der nötigen Kraft ausstattet. Und davor haben Sie Angst. Sie haben Angst, dass die Bevölkerung gemeinsam mit Herbert Kickl zum Befreiungsschlag ansetzt. Zum Befreiungsschlag gegen die ORF-Zwangssteuer, gegen die CO2-Strafsteuer und allem, was dazugehört. Zum Befreiungsschlag gegen ein Regime wie etwa das Corona-Regime, wo sie die Bevölkerung wie Untertanen behandeln. Zum Befreiungsschlag gegen das lange Warten beim Arzt und für auf eine medizinische Behandlung. Zum Befreiungsschlag gegen Kriegstreiberei, Klimakommunismus und all dem, unter dem die Menschen bei der Teuerung leiden. Zusammenfassend. Sie haben Angst davor, dass Herbert Kickl mit den Menschen zusammen zum Befreiungsschlag für Österreich ansetzt. Gemeinsam mit dem Volk zum Befreiungsschlag für das Volk. Das ist Ihre große Angst, die Sie seit Corona verfolgt. Mit dem ganz einfachen Ziel im Übrigen, damit es den Menschen in diesem Land wieder besser geht. Nicht damit es Ihnen im System besser geht, dass es den Leuten draußen wieder besser geht. Aber diese Einstellung, die haben Sie bis heute noch nicht durchschaut. Sie haben Angst vor einem Schlag von Volk gemeinsam mit Herbert Kickl, gemeinsam bei der nächsten Wahl gegen dieses System. Und weil jetzt nur noch 6 Monate bis zu dieser Wahl sind, jetzt wird aus der Angst Panik, so einfach ist es. Und jetzt droht Ihr System, und das sehen Sie langsam, zu kippen. Von der ORF-Zwangsabgabe, sehr geehrte Damen und Herren, bis alles andere, was Sie halten wollen, damit es Ihnen selbst und Ihren Freunden gut geht. Inhaltlich stehen wir frei.
Mehrheitliche in allen großen Fragen an der Seite der Menschen. Das heißt, inhaltlich kommen sie uns heute nicht mehr an, weil die Menschen auch durchschaut haben, überall da, wo sie sich inhaltlich einhängen, wird es grauslich für die Leute. So einfach ist die Geschichte und die braucht man den Menschen ja gar nicht erzählen, weil sie sie kennen. Also, was bleibt ihnen? Persönliche Angriffe und Anschüttungen, das ist das Letzte, was ihnen bleibt. Nicht, weil es ihnen um die Menschen geht, sondern weil es ihnen nur noch um sich selbst geht, damit sie irgendwie am Futtertrog der Macht sitzen bleiben können. Und sie glauben, die Menschen sind so blöd, dass sie dieses Spiel nicht durchschauen. Sehr geehrte Damen und Herren, jeder durchschaut. Sie wollen die Einheitspartei, das gesamte System um Gagen und Privilegien und alle, die profitieren. Sie wollen weitere 5 Jahre. Sie wollen weitere 5 Jahre wie bisher. Und einer droht diesen Plan zu durchkreuzen. Kickl. Und deshalb die Devise anpatzen, anpatzen, anpatzen. Und immer her mit den Angriffen. Es ist doch logisch, dass sie jetzt uns angreifen, auch jetzt gerade. Wir halten das schon aus. Die Leute draußen müssen es auch aushalten. Und diese Angriffe sind doch völlig logisch, wenn wir uns als Schutzschild vor die Menschen stellen. Natürlich müssen die uns treffen. Und, sehr geehrte Damen und Herren, einer droht ihren Plan der nächsten 5 Jahre zu bekreuzen, Herbert Kickl. Und deshalb die Devise anpatzen, 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 diesen Störfaktor beseitigen. So einfach ist die Rechnung. Wird es funktionieren? Nein. Sie müssen nur die Menschen draußen fragen. 2 einfache Fragen. Erstens, wollt ihr weitere 5 Jahre wie bisher? Wollt ihr, dass es weitergeht mit all den Grauslichkeiten weitere 5 Jahre? Und zweitens, habt ihr das Spiel vor der Wahl durchschaut? Und ihr werdet die Antwort bekommen, ob jetzt dieses Spiel funktioniert oder nicht funktioniert. Und das Volk wird die Antwort geben. Und für den Fall, dass ihr euch nicht ausgetraut mehr unter die Leute, dann werden die Menschen euch spätestens bei der nächsten Wahl die Antwort geben. Dann wird nämlich der Wahltag zum Befreiungsschlag für die Menschen. Dann wird der Wahltag zum Zahltag und gut so. Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Großbauer. Bitte sehr, Frau Abgeordnete. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, ich darf die Begrüßung kurz fortsetzen. Ich darf für meine Kollegin Agnes Dott eine Mittelschule aus St. Marien in der Steiermark begrüßen und für meinen Kollegen Michael Hammer eine Gruppe aus Linz mit dem Vizebürgermeister Martin Hayat und einem Geburtstagskind, nämlich der Ruth Höller-Wöger, die heute Geburtstag hat. Herzlich willkommen im Parlament, auch an Sie. Zum ORF. Ja, wir stehen zum ORF, wir wollen den ORF, wir wollen einen öffentlich-rechtlichen Sender haben, wir wollen auch private Sender haben, wir wollen Vielfalt und wir wollen Qualität. Und wir wollen vor allem eines, wir wollen einen ORF, der die Kultur zu den Menschen bringt. Der ORF bringt nämlich Kultur zu allen Menschen in allen Regionen, in alle Wohnzimmer, in alle Autoradios, zu fast jeder Tages- und Nachtzeit, in einer unglaublichen Vielfalt, Qualität und Bandbreite. Und mit ORF meine ich natürlich den ORF, aber speziell auch ORF 3, ORF 1, aber auch FM 4, die Regionalstudios, die Landesstudios. Und der ORF erfüllt sehr, sehr gut seinen Kulturauftrag, den er hat, gesetzlich auch verankert. Er befasst sich mit kulturellen Fragen, er vermittelt und fördert Kunst, Kultur und Wissenschaft. Er vermittelt eine Vielfalt und er unterstützt auch und fördert auch eine österreichische Identität im Blickwinkel der europäischen Geschichte und Integration, wie es im Gesetz heißt. Und wenn ich auf den ORF Kultursommer 2023 blicke, dann sind die Zahlen und Fakten wirklich beeindruckend. Der Kultursommer letztes Jahr hat fast 5 Millionen TV-Seher erreicht. Das entspricht 64% der heimischen Bevölkerung. Und da meine ich jetzt nicht nur die Bregenzer oder die Salzburger Festspiele oder Orchesterkonzerte vom Mozarteum bis zum sehr wichtigen Radiosymphonieorchester. Ich meine auch die Oper im Steinbruch in St. Margareten im Burgenland oder ich meine auch das Gmundner Festival in Oberösterreich. Ich meine aber auch das Woodstock der Blasmusik, das fast vollständig übertragen wurde letztes Jahr auf ORF 3 die ganze Zeit über. Die Vielfalt
macht Freude. Diese kulturelle Vielfalt bringt auch Menschen zusammen und ermöglicht auch Kulturgenuss für Menschen, die vielleicht nicht dahin fahren können, die das aus verschiedensten Gründen nicht tun können. Und OÖ1 tut dies ebenso sehr, sehr intensiv. 160 Konzerte von über 30 heimischen Festivals überträgt Ö1 letztes Jahr im Sommer. Das sind 300 Stunden Programm. Und das wiederum wird aber auch in die Welt hinausgetragen. Und deswegen sind wir ein Kulturland, ein Musikland, weil wir auch im Land, in unseren öffentlich-rechtlichen Sendern, muss man sagen, ganz viel Kultur haben. Wenn wir das nicht hätten, diesen großen Kulturauftrag und diese vielen, vielen Stunden, könnten ganz, ganz viele Menschen nicht all diese Kulturerlebnisse erleben, teilhaben, auch eingeladen werden, selbst kulturell tätig zu sein, hinauszugehen in all die anderen Kultureinrichtungen und Institutionen, die wir in Österreich haben. Und wohlgemerkt, der ORF ist auch ein ganz wichtiger Partner für die Filmwirtschaft, für den Filmstandort Österreich. Auch hier ist viel passiert in den letzten Jahren. Eine große Unterstützung zusätzlich ist hier gekommen, ja auch mit FISA Plus, hat einen massiven Anstieg auch der Filmproduktionen in Österreich bewirkt, wo auch Deutschland und andere Länder Europas neidvoll, muss man fast sagen, auf Österreich blickt. In diesem Sinne kann ich nur sagen, genießen Sie weiterhin Kultur im ORF. Wir können stolz darauf sein, dass wir so ein kulturelles Angebot in unserem öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben. Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Dutzter. Sehr geehrter Minister, werte Zuseher und Zuseherinnen auf der Galerie, ich habe ein Déjà-vu. Es vergeht in diesem Haus kein Monat, in dem die FPÖ nicht über den öffentlichen Rundfunk herzieht. Nämlich über den öffentlichen Rundfunk, den Ihre Partei, Herr Kickl, er ist nämlich jetzt gerade nicht im Saal, laut veröffentlichter Chatprotokolle ja selbst zu einem Blaufunk umfärben wollte. Tja, daraus ist halt nichts geworden, weil es Ihre Partei in Ihrer Regierungszeit nicht geschafft hat, den ORF unter Ihre Kontrolle zu bringen. Ja, Herr Kickl, Sie sind nicht da, aber jetzt sind Sie nachtragend geworden. Und weil Sie so nachtragend sind, wollen Sie jetzt den öffentlichen Rundfunk zerschlagen. Das ist nämlich die Wahrheit. Ich vermute aber auch ein anderes Kalkül hinter diesen blauen Attacken, nämlich ein verzweifeltes Ablenkungsmanöver. Herbert Kickl möchte von dem Spionageskandal der FPÖ ablenken. Also gut, reden wir kurz nicht darüber, wie der blaue Flirt mit Putins Russland unsere nationale Sicherheit gefährdet. Reden wir über den ORF, wobei das Thema Spitzel auch hier nicht ausgeklammert werden kann, denn es scheint ja eine gängige Praxis der Freiheitlichen zu sein. Die Chatnachrichten der FPÖ zeigen ja, dass auch Sie versucht haben im ORF ein kleines Netzwerk an blauen Informanten und Spitzel zu pflegen. Und es ist fast schon kabarettreif, das Anbandeln der Freiheitlichen mit dem ORF-Vorturner Philipp Jelinek. Man muss wirklich davon ausgehen, dass es den Blauen wirklich nicht um die Fitness der Österreicherinnen und der Österreicher geht. Ich kann Ihnen nämlich sagen, worum es Ihnen in diesen Chats geht, nämlich um FPÖ-Postenschacher. Ihr Vorgänger, HC Strache, hat nämlich Medienpolitik mit einer Jobbörse verwechselt. Und wenn ausgerechnet Sie die Topverdiener im ORF anprangern, so muss ich Ihnen vorhalten, dazu gehören Ihre FPÖ-Leute, zum Beispiel Katrin Zierhut-Kunz, die Geschäftsführerin von ORF 3.
Sie liegt in den Top 10 der ORF-Großverdiener. Zwei Plätze vor dem Moderator und Quotenbringer Armin Wolf. Daher ist Ihre Einseitigkeit entlarvend. Während Sie zu den FPÖ-Großverdienern im ORF schweigen, skandalisieren Sie die Gagen von Journalisten. Und wenn wir schon bei dem Thema Großverdiener und Transparenz sind, Herr Kickl, ich hätte mir von Ihnen wirklich nicht gedacht, dass Sie bei Ihren eigenen Einkommensbezügen so gierig sind. Immerhin haben Sie aktuell, saftige 326.955,40 Euro kassiert. Das ist mehr als 99% aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im ORF. Und keine Sorge, Herr Kickl, ich werde den Finger nicht weiter in die Wunde legen. Das ist nämlich die Angelegenheit des Untersuchungsausschusses. Und was die ORF-Spitzengehälter angeht, ja, das ist tatsächlich skandalös. Es ist skandalös, dass ein öffentliches Vorzeigeunternehmen eine Gruppe von Menschen gewaltige Spitzengehälter zahlt, während unzählige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prekär beschäftigt sind und jahrelang auf eine ordentliche Beschäftigung und Anstellung warten müssen. Und dann ist noch der Gender Pay Gap. So ein starkes Einkommensgefälle zwischen Männern und Frauen, das ist eines öffentlichen Unternehmens tatsächlich unwürdig. Der ORF muss hier endlich vorbildhaft agieren. Aber Sie von der FPÖ, wenn Sie sich hierher stellen und so tun, als ob Sie die Kämpfer der prekär Beschäftigten wären, das glaubt Ihnen niemand. Denn das Einzige, was Sie wollen, ist es, den ORF zu zerschlagen. Und wir von der Sozialdemokratischen Partei, wir idealisieren den ORF nicht. Ja, es gibt einen dringenden Reformbedarf. Und es wäre die Regierung, aktuell mit sich selbst nicht beschäftigt, wir würden gemeinsam mit ihr und auch mit den Neos an einer Reform der Gremien arbeiten. Eine Reform, die ihren Namen verdient, nämlich den ORF unabhängiger und transparenter zu machen. Er ist und bleibt österreichisches Kulturgut. Und ich muss daher jedes Mal schmunzeln, wenn die FPÖ, ausgerechnet die selbsternannten Patrioten von der FPÖ, gegen den österreichischen Rundfunk sind. Patriotismus hin und her oder her, die Freiheitlichen sind gegen den ORF, weil es ihnen nicht gelungen ist, den ORF unter ihre Kontrolle zu bringen. Das ist die Wahrheit und um nichts anderes geht es hier. Und ihr autoritäres Gesellschaftsbild duldet nämlich keine Pressefreiheit. Darum haben sie sich ja auch mit FPÖ-TV ihre Parallelwelt geschaffen. So leicht kann man sich's eben machen. Ganz ohne kritische Fragen von lästigen Journalisten für sie. Aber das zeigt nur eines, dass sie kaum etwas von Demokratie verstehen. Für eine Demokratie sind nämlich Pressefreiheit und Meinungsfreiheit nämlich unabdingbar. Und dafür, dass Sie, Herr Kickl, den Begriff Freiheit in Ihrem Parteinamen tragen, scheinen Sie sich wenig darum zu scheren. Freiheit ist nämlich immer auch die Freiheit der Andersdenkenden. Sie bitten, das Tafel wieder mitzunehmen. So, danke schön. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Raimond. Danke, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. Herzliches Dravutje an die FPÖ. So sagt man das. Ich kann nicht so gut Russisch wie ihr. Spreche ich das richtig aus? Gut. Ich habe ja eine Rede vorbereitet, aber jetzt bin ich überrascht, muss anders anfangen. Da stellt sich der Kollege Leichtfried da raus und sagt, dass der Herr Kickl 330.000 Euro verdient. 360.000. Das hat mich gleich überfordert. Und ich meine, wir haben das Element des Geschäftsordnung der tatsächlichen Berichtigung, das nutzt ihr Freiheitlichen ja ständig. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass sich der Kollege Leichtfried hinsetzt, eine FPÖlerin rauskommt und das tatsächlich berichtigt. Gut, erste Rede danach, kein FPÖler kommt. Zweite Rede danach, kein FPÖler kommt. Dritte Rede danach, der Kollege Schniedl kommt raus, redet 10 Minuten und widerspricht mit keinem Wort. Was ist jetzt? Der Herr Kickl verdient 360.000 Euro im Monat. 360.000 Euro im Monat, ein Dreisker im Monat. Das verdienen ganze Firmen in Österreich nicht, was der Herr verdient. Ein Dreisker. Das wollen wir doch bitte festhalten.
So jemand will das Volk vertreten und verdient mehr als eine Firma mit 12 Mitarbeiterinnen. Das muss man sich mal dran. Ich verstehe es aber, er muss einen Haufen Nebenjobs haben. Man muss auch zu Protokoll geben, ich habe ihn heute noch keine 5 Minuten gesehen. Da drin hackelt er nicht um die 360.000 Euro. Also, und damit steigen wir mal in die andere Sache ein. Der Antrag sagt über die FPÖ auch sonst noch sehr viel. Man muss das ja, der ist ja nicht gemacht, um da drin eine Mehrheit zu kriegen, auch sonst was, der ist ja gemacht zur Propaganda und zur Verteilung. Deswegen heißt der ORF, Abschaffung der ORF-Zwangssteuer. Jetzt ist euch natürlich vollkommen klar, in dieser ganzen Geschichte sind zwei Dinge. Es ist gar keine Steuer. Das habt ihr dann auch in der Beschlussformel deswegen so geschrieben, dort was offiziell wird. Ihr wisst eh, wie es ist. Aber den Leuten, denen ihr das Ganze verteilt und verkaufen wollt über eure Kanäle, nennt es Zwangssteuer. Die haltet ihr, das ist unfair von euch, unfein finde ich, noch für so dumm, dass sie nicht wissen, dass jede Steuer Zwang ist. Es gibt ja keine Freiwillige. Aber weil ihr sie in der Propaganda bearbeiten wollt, schreibt dann halt Zwangssteuer her, damit ihr eure Leute damit manipulieren könnt. Der Antrag ist wirklich auf vielen Ebenen sehr spannend und kehrt dann schon erzählt. Mir gefällt übrigens am besten die Stelle, Philipp Jelinek, bekannt als Vorturner der Nation, mit seiner Sendung Fit für Philipp, habe im gleichen Fitnesscenter wie ein 5 Jahre zuvor zurückgetretener FPÖ-Parteichef trainiert. Wisst ihr nicht mehr, wie er heißt? Wollt ihr einen eigenen Parteiobmann nicht mehr in einen Antrag hineinschreiben? HC Strache hat er geheißen, nur falls ihr euch nicht mehr erinnern wollt, das war der Typ, der auf Ibiza die österreichische Medienlandschaft verkaufen wollte, das zu einem Medienantrag. Wahrscheinlich schreibt es den Namen deswegen nicht mehr in diesen Antrag. Aber ich sage euch was, die Sache ist weit über das hinaus lustig zu sein. Euer Parteifreund Wladimir Putin betreibt in St. Petersburg, in Moskau und in einigen anderen russischen Städten Firmen mit Hunderten, vielleicht tausenden Mitarbeiterinnen, die Tag und Nacht nichts anderes machen, als in europäischen Medien Kommentare zu schreiben. Wenn du eine österreichische Online-Zeitung liest, sind die Kommentare, die darunter stehen, sehr oft und vielleicht in mehr als 50% der Fälle nicht von Österreichern und Österreicherinnen, nicht von Staatsbürgerinnen, sondern werden in St. Petersburg und in Moskau von Agentinnen geschrieben, auf Deutsch, nur dazu mit österreichischen Dialektworten, finanziert von Putin, mit dem ihr einen Freundschaftsvertrag habt. Das ist die Medienlandschaft, die ihr haben wollt. Wenn ihr euch daherstellt, der Herr Kollege, und dann irgendwie sagt, die gleichgeschalteten Medien und vom ORF werden sie bevorzugt, was soll denn das heißen? Das sind vier Parteien, die die Wissenschaft akzeptieren und wissenschaftliche Vorgangsweise in der Bekämpfung einer Pandemie bekämpfen. Und die werden von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk korrekt behandelt. Und dann gibt es eine, die auf die Wissenschaft pfeift und dann sagt der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was die machen, ist Schwurbelei. Na. Deswegen habt ihr das Interesse, da 4-1 zu machen. Und ich muss euch sagen, das stimmt. Es ist nur eine einzige Partei da drin mit Freundschaftsvertrag mit Putin. Nur eine Partei, die kein Interesse hat an einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der faire Politik macht. Das sind die Freiheitlichen. Deswegen wollt ihr den zerschlagen. Was ihr wollt, ist eine Medienlandschaft wie Orban, eine Medienlandschaft wie Putin. Was ihr wollt, sind die Leute, die bezahlte Kommentare schreiben, die Öffentlichkeit manipulieren und dann Zwangssteuer unter Dinge darunter schreiben, die weder Zwang noch Steuer sind. Wir wollen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der hält. Und wenn ihr was für die Medienlandschaft machen wolltet, dann hättet ihr schon genug zu thematisieren. Immerhin haben wir eine kleine Medienöffentlichkeit und für Privatunternehmen, die Online-Webseiten betreiben, Online-Medien betreiben, ist es nicht leicht, in Österreich in dieser Medienlandschaft zu existieren. Warum gibt es keinen Antrag von euch, wie man die gescheit in der nächsten Legislaturperiode finanzieren kann, wie man den Journalismus, den seriösen Journalismus gescheit über die nächste Periode darüber bringt? Da gibt es nichts von euch, weil ihr eine Putin-Medienlandschaft haben wollt. Was ihr hier macht, ist die Unterstützung russischer Propaganda. FPÖ steht wirklich für feindliche Propaganda in Österreich. So schaut's aus. Zur Geschäftsordnung. Ja. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Schellhorn. Danke, Herr Präsident. Geschätzter Herr Minister, Frau Staatssekretärin, ich muss noch mal auf die Grundrede der Kollegin Belakovic eingehen. Sie hat ja bekrittelt sozusagen, dass der ORF ja eigentlich einen Informationsauftrag hat. Muss ich sagen, stimmt eigentlich, hätte, ja. Erstaunlicherweise habe ich jetzt in der letzten Zeit ganz aufmerksam die Informationssendungen gesehen und immer
Wenn es um Russland, Masalek und die Spione ging, hat sie die FPÖ entschuldigen lassen oder konnten nicht sehen. Das wäre ein Informationsauftrag auch für mich gewesen, zu wissen, wie ist der Vertrag, zu wissen, dass der Herr Kickl oder der Herr Hafenecker, wer auch immer sich bei dem Herrn Wolf nicht fürchtet, auch daran hineinsitzt und argumentieren kann. Gibt es den Vertrag? Was ist mit dem Masalek? Was ist mit dem Ott? Nein, man kann dazu nichts sagen. Das wäre Informationsauftrag. Das wäre auch meiner Ansicht nach ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle ein Bild machen können. Das wäre ungefähr genau das Gleiche, wie Sie uns jetzt noch immer nicht gesagt haben, wie ist denn der ORF sonst zu finanzieren? Oder ein anderes Beispiel, was machen Sie gegen die Teuerung? Was ist Ihr Konzept? Sie sagen es nicht, und da hat der Kollege Reimann völlig recht, Sie sind einfach im Biotop des Populismus ersoffen. Und das stimmt wirklich. Und alleine Ihr Redebeitrag war so, dass ich auf ein Zitat von Michel Häupl gestoßen bin. Lauter mieselsüchtige Koffer. Neid, Vollkoffer. Neid schüren, das können Sie. Weil eines muss man ja auch sagen, ich lerne da sehr viel da herinnen vom Kollegen Leichtfried, was der Herr Kickl verdient. Wir haben von einem Gagenkaiser und Spesenritter was gelernt. Nämlich die FPÖ hat ja auch monatlich, glaube ich, Spesen, oder der Herr Strache hat monatlich Spesen von 30.000 gehabt. Das wünsche ich einmal, das verdient ein Mensch in Österreich offensichtlich nicht. Und das sind Dinge, die dann unerwähnt bleiben. Und das ist das, was ich einfach nicht mag, dass wir uns einfach gegenseitig aufhetzen, dass wir natürlich auch über die Medien uns ausrichten, was wer verdient. Das ist die Verantwortung mit Sicherheit des Herrn Weismann und des ORF und der etablierten Verträge. Aber das ist nicht unsere Sache, dass wir die Menschen gegeneinander aufwiegeln. Überhaupt nicht. Diese Aufwiegelei, die hält jetzt schon überhaupt keiner mehr aus. Ich muss auch darauf Rücksicht nehmen, was ich sage, aber ich habe auch den Entschließungsantrag so gelesen und dann kommt das, da steht dann, dieses Geld fließt in Managermillionen, anstatt sozusagen objektive Berichterstattung statt Regierungspropaganda und Bevormundung. Objektive Berichterstattung wäre, wenn Sie sich stellen würden, der ZIP 2. Nein, Sie sind seit Tagen verschollen und entschuldigt. Echte Unterhaltung statt steuerfinanzierter Staatskünstler. Wie darf ich mir das vorstellen? Englisch mit Gerald oder was? Das wäre echte Unterhaltung. Ein Kollege Hauser, meine ich. Nicht Gerald Lorca, sondern Kollege Hauser. Wäre auch was. Wäre zum Beispiel was. Ich könnte aber trotzdem sagen, und während Sie die Menschen hier aufwiegeln gegen die ORF-Gebühr, man kann sie gestalten, wie man will. Man muss aber auch eines sagen, es zeigt eines bei FPÖ-TV unzensuriert und was weiß ich was, wir haben viel zu viel Parteienförderung. Sie investieren dieses Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und das ist dieser Diebstahl. Das ist dieser Diebstahl an den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, nämlich sie manipulieren sie. Darum ist mein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender mit öffentlich-rechtlichem Auftrag und Informationsauftrag 10-mal lieber als wir Ihr steuerfinanzierter FPÖ-TV-Sender. Und das ist einmal, dass das im Buch steht. Das ist Manipulation, was Sie betreiben. Das ist falsche Information und das ist Fake. Oder Desinformation. Mein Vorschlag, weil ich ja einen Vorschlag bringe, den Sie überhaupt nie bringen. Sie bringen zu nirgendwo einen Vorschlag, wie es weitergehen könnte. Mein Vorschlag ist, halbieren wir die Parteienförderung und stellen wir ein neues Medienförderungsgesetz auf die Beine. Das wäre ein Vorschlag, mit dem wir leicht leben können. Und ich weiß schon, mit Ihren Privilegien, mit den Privilegien der FPÖ, mit den Privilegien oder den Gagen und Spesen des Herrn Kickl, ist es natürlich schwer zu verzichten. Das verstehe ich schon. Da tut man lieber die Leute aufhussen. Und das ist ganz schlecht. Das ist von schlechtem Charakter und zählt von schlechter Moral.
Abgeordnete, es ist, mir passt jede Meinung, aber sie sollte zur Sache passen und für das Lügenkonstrukt gebe ich Ihnen einen Ordnungsruf. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Gerstl. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, Herr Bundesminister, mein Vorredner hat es ja so mit den Regeln offensichtlich nicht ganz oder manches versteht er vielleicht nicht. Herr Kollege Hauser, Sie stehen am 5. Platz für die EU-Liste. Sie müssen Gefahr laufen, dass Sie vielleicht 3 Wochen in Straßburg sind und 1 Woche nur in Brüssel. Aber ich sage Ihnen, es ist umgekehrt. Nicht, dass Sie am falschen Platz sind, wenn Sie nach Europa gehen. Ja? Meine Damen und Herren, ich glaube, wir finden alle genügend Gründe, warum man irgendetwas kritisieren könnte am ORF. Jeder von uns kritisiert irgendetwas am ORF. Aber stellen wir uns die Frage, was wäre, wenn es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt? Und die Frau Staatssekretärin hat schon gesagt, in ganz Europa, in allen Ländern der Europäischen Union gibt es einen öffentlichen Rundfunk. Und das hat so seine Zielsetzung und hat seinen Grund. Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist wichtig auch, um gerade die örtlichen Brauchtümer und Traditionen entsprechend abzudecken. Ich nenne nur die verschiedenen Landesstudios. Nehmen wir zum Beispiel her das Landesstudio Oberösterreich. Das hat jede Woche einen Frühstoppen. Jeden Tag von 19 bis 21 Uhr sendet es Volkskultur. Oder ORF 3 bringt Beiträge zur Zeitgeschichte. Vor kurzem einen komplett neuen Beitrag erst zur Geschichte Österreichs als solches. Oder Ö1 im Gespräch mit Renata Schmidt-Kunz. Etwas, was ich nicht missen möchte. Oder auf ORF 2 kreuz und quer am Schauplatz oder erst das legendäre Europastudio, Europaforum von Paul Lendwert, das er erst vor kurzem sein letztes gehalten hat. Ich sage Ihnen, ein Europastudio des ORF ist mir noch immer lieber als putinsche Außenpolitik im FPÖ-TV. Und wie verlogen die FPÖ hier eigentlich ist, zeigt sich auch, dass vor kurzem, ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das nicht sagen, ich nehme das zurück, aber so wie die FPÖ eigentlich doppelbödig ist, zeigt sich, wenn ich hier einfach den Nationalrat vom 1. März 2023 hernehme, vor einem Jahr, als die Kollegin Steger noch einen Antrag an die Bundesregierung gestellt hat, dass ORF Sport Plus jedenfalls erhalten bleiben muss und dass sich die Bundesregierung dafür einsetzen soll, um eine Sportübertragung im öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Es zeigt, wie wichtig es ist. Frau Kollegin, wenn Sie Sport Plus haben wollen, dann brauchen Sie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird es diese Spartensender nicht geben, meine Damen und Herren. Und die andere Alternative zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind ja die großen privaten Medienhäuser. Und da stellen wir uns vor, von den 100 größten Medienhäusern der Welt gehören 43 der USA. 43 kommen aus den USA von den 100 größten Medienhäusern. Sie als putinsche Partei müssten es eigentlich ganz bewusst diese großen Medienhäuser ablehnen, die dann vielleicht Medienpolitik in Österreich machen. Nein, das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen auch kein Berlusconi-TV bei uns. Wir wollen auch kein Rupert Murdoch-TV. Wir wollen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der alles abdeckt, was Österreich so eigenartig und so besonders macht. Meine Damen und Herren, es gibt auch einen Grund, vielleicht warum der ORF noch immer abgelehnt wird von Seiten der FPÖ, weil der ORF Programmgrundsätze hat, nach denen er von den Bürgerinnen und Bürgern hier im Parlament beschlossen, auch Aufträge hat und die er zu erfüllen hat, nämlich die Achtung der Menschenwürde, die Rechte anderer, das Verbot von Hass und Gewalt, das Streben nach Qualität, Innovation, Integration, Gleichberechtigung und Verständigung. Vielleicht ist es das, was Ihnen am ORF stört. Sie wollen wahrscheinlich vom ORF das O streichen und aus dem O ein K machen, einen kickischen Rundfunk. Aber wir wollen keinen Volkskanzler mit einem kickischen Rundfunk, sondern bei uns sind die Gedanken frei, Herr Klubobmann Kickel.
Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Holzleitner. Dankeschön, Herr Präsident. Die Medienlandschaft in Österreich hat einen ganz klaren Auftrag, unabhängig zu berichten, ohne Einfluss von außen. Das ist die Prämisse, unter der Journalistinnen und Journalisten, Redakteurinnen und Redakteure arbeiten. Und beim ORF heißt das, dass Parteivorsitzende aller Fraktionen auch durchaus nicht mit Samthandschuhen befragt werden. Dass Clubvorsitzende im Morgenjournal allumfassend um Auskunft gebeten werden, ob es genehm ist oder manchmal auch nicht. Auch mit Nachdruck wird nachgefragt, zu Recht. Und das gleichermaßen bei allen Politikerinnen und Politikern. Das ist gut so, weil das bedeutet Unabhängigkeit. Und was wir nicht wollen, sind Verhältnisse wie in Ungarn, wo ein Staatsfunk zentral gesteuert wird, wo Message Control direkt in die Berichterstattung einfließt. Ja, sogar die Berichterstattung ehrlicherweise bestimmt. Aber das ist das, was die FPÖ möchte. FPÖ-TV überall, handzahm, zurechtgebügelt, keine unangenehmen Fragen für Kickl und Co. Keine unangenehmen Fragen, die sich auch heute während der Sitzung beispielsweise aufgetan haben. Ist die FPÖ nun für einen Austritt aus der Europäischen Union oder nicht? Schenken Sie der Bevölkerung endlich reinen Wein ein und sagen Sie es einfach klar, dass Sie für einen Exit sind. Aber das wiederum traut sich die FPÖ ja nicht, auch klar zu sagen, dass sie eigentlich aus der Europäischen Union raus wollen, weil sie wissen, es würde eigentlich Wirtschaftseinbruch bedeuten und vor allem auch Arbeitsplatzverlust. So ehrlich ist die FPÖ dann nicht. Da ist man dann in Wahrheit eigentlich ein bisschen Angsthase. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass sich durchaus auch der eine oder andere freiheitliche Abgeordnete schon an Champagnerpartys in Brüssel gewohnt hat und die doch irgendwie Partys sind, denen sie sich gerne hingeben. Transparenz und Ehrlichkeit, das sind keine Werte der FPÖ und schon gar nicht ehrlicherweise von Herbert Kickl und seinem politischen Tun. Sind wir uns ehrlich, wenn wir hier über Gehälter reden, dann muss man durchaus auch den FPÖ-Clubobmann Kickl darauf hinweisen, dass er ab und zu vergessen hat, bei Transparenzlisten seine Gehälter auch anzugeben. Vergessen, dass irgendwie ein Zehner brutto zusätzlich pro Monat auf seinem Konto eingelangt ist. Nicht aufgefallen. Also ich frage mich, welcher Person nicht auffällt, dass zusätzlich ein Gehalt von 10.000 Euro brutto im Monat am Konto landet. Sicherlich nicht dem kleinen Mann. Aber Fragen zu den Nebeneinkünften findet Herbert Kickl ganz, ganz unangenehm. Und deshalb ist er auch jetzt nicht im Saal. Weil wer mitbekommen hat, vorher bei der Sitzung war er doch sehr aufgeregt und hat sehr viel reingerufen. Und die FPÖ weiß, naja, dieser wirklich auch sehr angestrengte Herbert Kickl, der so Angst hat, seine Nebeneinkünfte offen zu legen, der wird halt einfach auch ein bisschen grantig. Deswegen schickt man lieber aus dem Saal, damit er sich dieser Diskussion nicht stellen muss. Im Untersuchungsausschuss ist es leider nicht möglich. Da müssen Auskunftspersonen auch im Saal bleiben und ehrlicherweise auch Fragen beantworten, ob sie wollen oder nicht. Und auch der x-te Energy Drink, den Herr Kickl mitgehabt hat, der hat die Nervosität nicht wegwischen können bei Fragen ehrlicherweise zu Treuhandverträgen, zu Nebeneinkünften, zu Kooperationspartnern der FPÖ wie der Ideenschmiede, heute Seins, anderen Agenturen und vor allem auch den Personen, die dahinter stehen. Man will ja auch nicht das Bild des kleinen Mannes zerstören. Das wäre für die FPÖ schon sehr unangenehm, wenn dieses Bild des kleinen Mannes auf einmal ersetzt wird mit jenem des Big Spenders, des gut betuchten Herbert Kickl. Das würde nicht in die Erzählung der FPÖ passen. Aber damit hier auch wirklich einmal Transparenz walten kann, dann wäre es wirklich wichtig, auch transparent diese Verträge auch offen zu legen, werte FPÖ. Anstatt zu schweigen und diese Transparenz bei anderen zu verlangen, wie beim ORF in dieser Debatte, um auch den Bogen zu spannen, nachdem die FPÖ schon wieder recht nervös wird, wäre wirklich wichtig, dass sie mal transparent ihre Verträge offenlegen. Da reden wir
natürlich von Verträgen mit Russland, aber insbesondere eben auch jene von Herbert Kickl, Treuhandverträge, die eigentlich verschleiern, was er nebenbei so verdient. Und gut, dass es unabhängige Berichterstattung in Österreich gibt, wie beispielsweise beim Falter, die diesen Fall Herbert Kickl heute auch allumfassend wieder dargelegt haben. Allumfassend. Und was es in dieser Berichterstattung neben dubiosen Treuhandverträgen des Herbert Kickl auch aufgekommen? Geldkoffer, die weggetragen wurden, die Unterdrückung weiterer Ermittlungen per Weisung, möglich dokumentierte Kickback-Zahlungen durch Aufträge bezahlt von der öffentlichen Hand für die FPÖ, für Herbert Kickl, der große Big Spender Herbert Kickl, der den Hals ja gar nicht voll bekommen kann. All das klingt wirklich nicht nach Politik für den kleinen Mann, sondern vielmehr nach Politik, wie es die Kollegin Dutzter schon gesagt hat, die geprägt ist von Gier, die geprägt ist davon, den Hals nicht voll bekommen zu können. Und natürlich gibt es auch Reformbedarf beim ORF, das ist auch uns klar. Der klaffende Gender Pay Gap, ehrlicherweise, beim öffentlichen Rundfunk darf nicht sein. Das ist ein klarer Auftrag für die ORF-Geschäftsführung, den auch wirklich mit Blick auf Frauenförderung zu dezimieren, in die Geschichtsbücher zu verbannen. Lohnungleichheiten dürfen nicht sein. Wir wollen, dass der ORF auch gut funktioniert und ein öffentliches Vorzeigeunternehmen wird in Bezug auf Gender Pay und faire Bezahlungen und vor allem faire Arbeitsverträge. Das ist ganz klar. Wir wollen den ORF auch reformieren. Er muss transparent agieren, insbesondere gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und er muss unabhängig berichten können, ohne Druck von außen, wie in vielen Chatnachrichten der FPÖ ja auch klar dargelegt worden ist, wie Sie den ORF nämlich umbauen wollen. Mit wirklich vollkommenem Durchgriffsrecht von Herbert Kickl direkt in die Stuben, in die Studios hinein. Was die FPÖ will, ist klar. Mehr FPÖ-TV, mehr Einheitsbrei, mehr Druck auf unabhängige Berichterstattung. Ihre Gesinnung haben Sie wirklich klar in Chats auch dargelegt, offengelegt. Klare Beschneidungen von Journalistinnen und Journalisten in Ihren Rechten haben Sie gefordert in diesen Chats. Für uns ist aber klar, das Einzige, was offengelegt werden muss, sind die Treuhandverträge von Herbert Kickl, dass hier wirklich einmal Licht ins Dunkel auch gebracht wird bei seinen Gehältern, bei seinen Einkommen. Und zum Schluss darf ich noch einen Antrag einbringen betreffend ORF-Finanzierung sozial gestalten. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien wird aufgefordert, erstmöglich dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zur Ausweitung der Befreiungen vom ORF-Beitrag vorzulegen. Abgestellt werden soll dabei nur auf die Einkommenshöhe, um Geringverdienerinnen in Zeiten der Teuerung zu entlasten und zu mehr Gerechtigkeit beizutragen. Wohnkosten sollen auch nach dem 01.01.26 auf die Einkommensgrenzen angerechnet werden. Darüber hinaus sollen junge Menschen bis zum 24. Lebensjahr vom ORF-Beitrag ausgenommen werden, wenn sie im eigenen Haushalt wohnen. Die dadurch fehlenden Mittel sollen dem ORF aus dem Budget refundiert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es wäre sehr wichtig gewesen, dass sich der Klubobmann Kickl auch die gesamte Diskussion angehört hätte. Er hätte durchaus auch erinnert werden können, dass nach wie vor nicht transparent offengelegt ist, was er nebenbei so verdient. Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, ausreichend unterstützt und steht somit in Verhandlung. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Dymek. Bei ihm steht das Wort. Herr Abgeordneter, Sie sind am Wort. Danke, Herr Präsident. Die FPÖ möchte die Zwangssteuer abschaffen und alle hierherinnen sind gegen die FPÖ. Alle. Und ich möchte es ganz bewusst wieder ein bisschen runterbringen. Denn die Damen und Herren auf der Tribüne, die zuhören, glauben ja gar nicht mehr, dass es hier um den ORF geht. Da wird diskutiert über den Klubobmann Kickl und diverse Transparenzgeschichten, findet sich alles im gesetzlichen Rahmen. Es wird diskutiert über den parteilichen Einfluss, aber natürlich mit Ausnahme des Herrn Ziegler vom ORF Niederösterreich. Es wird diskutiert über angebliche Ratenzahlungen und Verstorbene, die eine Gebührvorschreibung kriegen. Die Frau Kollegin von den Neos ruft dazwischen. Sie weiß ganz genau, dass sie nicht besser ist als alle anderen, aber sie spielt sich auf hier.
Wir haben andere Punkte, wo sich die SPÖ aufregt, aber genau davon auch betroffen ist. Und die Frau Kollegin von den NEOS meint, wir sollen uns schämen, weil wir endlich einmal für die Leute einstehen, für die, die sich jeden Tag mühen müssen, für die, die arbeiten, um zumindest das Durchschnittseinkommen erarbeiten zu können. Und die NEOS, die voll vom Kapital des Herrn Haselsteiner stehen, schimpfen heraus und meckern. Sie meckern gegen alle die, die hier zusehen, und das ignorieren Sie. Da lachen Sie drüber. Sie lachen über die Bürger. Das ist Ihre Politik, und darum sind Sie in Salzburg und in Tirol jämmerlich abgewählt worden. Sie sollten darüber nachdenken. Es gibt in diesem Haus nur eine einzige Partei, die wirklich für die Leute einsteht, und in diesem Fall, im Fall des ORF, über dessen Programm man diskutieren kann, ob die 117. Wiederholung der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag ist, ob irgendwelche Seitenprogramme, die keinen Menschen interessieren, angeblich der Kulturauftrag sind, wobei es so viel gäbe, was wirklich berichtet werden soll. In dem Moment, wo die FPÖ die Bürger vertritt und das laut sagt, ist in diesem Parlament genau nur mehr eine Partei gegen die FPÖ, und das ist diese Gruppenpartei, diese Einheitspartei. Und Sie sollten sich schämen, denn offenbar sind Ihre Umfragewerte der Grund, warum Sie so nervös werden, warum Sie gegen die FPÖ argumentieren und warum Sie sogar gegen die Bürger argumentieren. Schämen Sie sich. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist somit beendet. Wir gelangen zur Abstimmung über den selbstständigen Antrag 3990 der Abgeordneten Belakovic, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Abschaffung der ORF-Zwangssteuer. Ich bitte die Damen und Herren, die für diesen Antrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit abgelehnt. Ich komme zur Abstimmung über den Antrag, über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Holzleitner, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ORF-Finanzierung sozial gestalten. Wer dafür ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist ebenfalls in der Minderheit abgelehnt. Ich darf die Verhandlungen über den Tagespunkt 8.